einer Welt voller Gefahren. Gefährten aus Kindheitstagen. Gebunden durch einen alten Schwur. Vereint in der Welt Gerechtigkeit zu bringen. Wut vom Bohrungsberg. Gunnar. Kjell. Und Anrigio. Freunde der Nacht, wir spielen heute wieder das schwarze Auge, der Wolf von Vinhall. Unsere Gefährten sind hier gerade am Herrenhaus angekommen, wo sie vermuten, dass hier der Oberwerwolf oder überhaupt die Werwölfe leben. Ja, wir lassen uns da mal überraschen. Naja, Wölfe haben wir schon gesehen. Wölfe habt ihr schon gesehen, richtig. Ja, und so steht ihr da. Der Wind draußen umweht euch. Ihr hört von drin halt teilweise tapsende Schritte und sowas. Und ihr hattet da durch die Fenster gespinkst. Ich weiß nicht mehr, wie euer Plan jetzt war. Ob ihr jetzt durch die Tür wolltet oder ob ihr doch hinten durch den Hintereingang wolltet, da war ja, glaube ich, eine Tür offen und einige Scheiben waren halt auch eingeworfen, ne? Ja, Wut hat eine eingeschmissene Scheibe entdeckt und das auch kundgetan. Ja, der Hintereingang war an und für sich ja eigentlich wohl so eine Sache, den wir anpeilen wollten. Ist die Frage, ob man da schnell hinkommt oder ob wir tatsächlich hier rüber wollen, weil nachher verhauen wir es wieder und dann sehen die uns schneller als erwartet und da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Also wenn wir ohne Probleme hier irgendwie ins Haus reinkommen, dann könnten wir, würde ich sagen, lass uns dann einfach mal hier versuchen. Ja, war dann hier ein kaputtes Fenster? Ja. Letzte Wurf war noch Schlösser knacken. Hast du versucht, die Haustüre aufzumachen? Nee, Achso, Arigio. Das weiß ich nicht, warum es da drin ist. Das war das Fenster und dann hat er aber gesagt, das gäbe da wahrscheinlich noch eingeworfen. Stimmt. Und dann hatte Wut eins entdeckt, glaube ich. Und das war dann irgendwie... Ach genau, dieses Fenster wurde... Eine überflüssige... Und dann hat mir gesagt, ja, irgendwie so im Mittelalter konnte ich die Fenster nicht so aufmachen wie heute und das geht da nicht. Also entweder einschmeißen oder sein lassen. Ja. So, der Lord Glotz hat schon mal einen Reroll spendiert. Da denken wir bitte mit dran. Vielen Dank. Falls jemand mal einen braucht. Genau, danke. Und hallo und herzlich willkommen auch.
Live von Midgard, herzlich willkommen. Ja, was macht ihr? Steht er jetzt vor diesem Herrenhaus? Von oben starren die Gargoylen bedrohlich auf euch herab. Nicht schon wieder Gargoyle. Das war wenn ich da jetzt so gucke, oben, da war, was war hier? War hier so eine Tür oder was war da offen? Oder ein Fenster? Wo meinst du? Kannst du es nicht anpingen? Dann sehe ich es besser. Ich glaube, unten links, da wo die Truhe steht, durchs Fenster, sehend. Ich meine, wo ping ich denn nochmal was an? Gedrückt halten. Gedrückt halten. Ja, da. Ich meinte eigentlich. Ah. Hier meinte ich eigentlich. Was damit? War da ein Fenster oder war da eine Tür? Da ist ein Fenster. War das Fenster auf? Nee. Ja. Ich glaube, da auf deiner Seite war ein kaputtes Fenster. Das war kaputt, das hier? Nee. Du kannst da durchsehen. Bis hinten. Und da hinten, da ist ein kaputtes Fenster. Ah ja. Das seht ihr immer an den Scherben auf dem Boden. Ah ja, okay. Leuchtet an. Dann müssten wir uns da erstmal hinbewegen, ne? Ob wir da durchkommen. Ja, aber dann würde ich doch sagen, lass uns das versuchen, da irgendwie ja reinzukommen. Okay. Also können wir uns da hinziehen. Hier ist auch noch was kaputt, ne? Ja, genau. Da sind auch zwei Fenster an der Seite, die auch kaputt sind. Genau. Stopp. Als Alrigio da zum Fenster geht, da werden plötzlich einige, da hört ihr Knurren von drin, und einige Wölfe werden auf ihn aufmerksam, die dort im Inneren des Herrenhauses hocken. Bin ich versteckt? Bitte? Sind wir nicht versteckt? Ihr seid versteckt, aber Wölfe haben eine sehr, sehr gute Nase und das riechen die, wenn da jemand dran vorbeiläuft. Ja, wir haben tatsächlich. Ja. Gut, dann. So, und in diesem Sinne wäre tatsächlich Wot der alte Taugenichts als erster dran, der das mitkriegt, dass da wohl irgendwie, du hörst da drin was knurren, als Alrigio sich da dem Fenster nähert und versuchst ihn da noch, weiß ich nicht, was machst du, Wot? Sind da Fenster, wo Wölfe durchkommen? Da können Wölfe durchspringen, ja. Ah. Können wir da irgendwie so eine Tor der Thermopylen-Aktion draus machen? Die kommen wahrscheinlich aus allen Ecken nach. Also wie Wasser kannst du mir aufhalten. Vielleicht können wir das verbarrikadieren oder so, ne? Ja, wahrscheinlich eher nicht, weil wenn sie nicht durch das Fenster kommen, rennen sie durchs nächste und wir reden hier über Sekunden. Ja, und wir wollen ja auch irgendwie rein. Das ist ja nicht, dass die es zuerst gesehen haben, aber früher oder später wäre es eh so passiert. Ich will meinen Bogen spannen. Okay. Und hältst deine Attacke quasi zurück. Genau. Okay. Wir sind nicht in der Liste drin für die Initiative, Micha. Oh, wie kommt das denn? Das weiß ich nicht. Der heißt der Wolf, nicht, ne? Neuerdings oder so. Sind jetzt alle drin? Ich glaube, der Alrigio. Dann sind wir jetzt 5, ja. Gut. Freunde, ihr schimpft mit mir, wenn irgendwie die Musik zu laut sein sollte oder sowas, ne, damit ich das ändern kann und wir da nicht eine riesen Mucke im Hintergrund haben. So. Ich finde das laut. Haltet. Gut, dann ist jetzt tatsächlich der erste Wolf an der Reihe und das ist auch direkt der... Alter. Ui. Da ist aber jemand wütend. Schreit der hier rum, ey.
So, der Wolf versucht jetzt, der kommt hier so ans Fenster gesprungen und versucht Alrigio anzugreifen. Ich würde dem einen Malus geben von minus 2, weil der halt da so halb am Fenster kläffen muss. Ja, schnell ziehen. Ich ziehe meine Waffe natürlich, ne? Okay. Ist das eine Reaktion oder ist das? Nehme ich an. Nee, das ist einfach gar nichts. Das sag ich einfach nur. Das sagst du einfach nur. Ja. Ja, gut. Ist kein Thema. Kannst du machen. 3 Rüstungsschutz hast du. Guck jetzt mal bitte, ob wirklich nur 3 Punkte abgehen, wenn ich da drauf klicke. Nee. Hat er 6 abgezogen? Ja, genau, 6. Okay, abgezogen. Warte, dann guck jetzt, lass sie mal so, guck jetzt nochmal. Nochmal 3 abgezogen. Aber jetzt hat er 3 abgezogen. Ja. Okay, gut, dann mach dir die 6 bitte wieder drauf. Und dann weiß ich, dass ich auf TP drücken muss, auf SP. Macht auch Sinn, weil da ein Schild mit bei ist. Okay. Gut, dann hätte der Wolf beißt halt nach dir und packt dich. Und du merkst halt auch, wie die Zähne sich durch deine Rüstung bohren und so leichte Verletzungen dahinter lassen. Der nächste Wolf ist an der Reihe. Der springt hier durchs Fenster und kommt ebenfalls auf Alrigio angerannt. Und attackiert ihn. Schneidet sich doch bestimmt irgendwo durch das Fenster, wenn er springt, oder? Nee. Nee, war klar. Aber wenn wir... Ja gut, wir sind auch, glaube ich, ein bisschen klobiger. Ja, auch da versuchst du noch auszuweichen, aber da du mit dem einen Wolf dann noch zugange bist, fällt es dir relativ schwer und du merkst auch, wie dieser Wolf sich da in deinen Arm verbeißt, wie in so einen... bei so einem Schutzhunde-Ding. So, Ilana. Du hörst plötzlich, wie Kampf entbrennt um die Ecke. Ja, ich krieg erstmal Panik, weil ihr mich hier mit Kel alleine gelassen habt. ich würde erstmal so an die Ecke gehen. Und dann... Zwei Token? Ja, dann würde ich... Ah, jetzt habe ich 2, das stimmt. Irgendwas ist da kaputt. Oh. Hä? Dann nimm den. Hoffe ich zu, dass der noch drin ist. Ja, ich würde so ein bisschen so nach hier gehen. Da ist keine Karte mehr. Hingehen. Okay, Mist. Dass ich... Okay. Ja, aber gut, kannst ja so ansagen. Dass ich quasi mit meinem Bogen schießen kann. Okay, gut. Das sollte funktionieren. Du sprintest an den beiden vorbei, ziehst deinen Bogen, zielst auf den Wolf, der wahrscheinlich nördlich von Alrigio sich befindet und lässt den Pfeil von deiner Sehne zischen. Mhm. Und das würde treffen... Da der Wolf sich verbeißt, weicht er nicht aus und kriegt die 5 Punkte abgezogen. Okay. Und dann wäre der nächste Wolf an der Reihe. Ist aber nicht. Ist mir aber zu aggressiv, die Musik. So. Der Wolf springt auch hier aus dem Fenster. Und würde weiter rennen auf Wot zu. Kann ich den irgendwie... Ich war ja sowieso schon am Zielen, aber bringt mir wahrscheinlich nichts. Oder kann ich den... Du warst ja schon dran in dieser Ruhe. Ach so, doch, dann kannst du natürlich deinen Pfeil auf ihn abschießen. Okay, weil dann du hast ihn ja zurückgehalten, einen Angriff. Ja, ja, genau, richtig. Ja, dann würde ich das so direkt versuchen. Das ist ein ganz normaler Wurf, oder? Das ist ein ganz normaler Wurf, ja. Er versucht noch auszuweichen. Das schafft er aber nicht. Und du triffst
mit deinem Pfeil in seine Flanke. Und er ist jetzt richtig sauer und versucht, dich halt dafür zu beißen. Der hätte er eh gemacht, ob ich ihn getroffen hätte oder nicht. Hat er da aber schon eine Stufe Schmerz jetzt auf jeden Fall. Aber er hat dich, also er würde dich treffen, wenn du jetzt nicht ausweichst. Ah, okay. Reaktion ausweichen. Und du kannst es. Du schmeißt dich mit einer Rolle zur Seite, als der Wolf nach dir beißen will und kannst seiner Attacke ausweichen. Das habe ich früher beim Drachen schon immer so gemacht. Beim Feueratem weggerollt. Ja, absolut, genau. Einfach so aus dem Atem raus. Und da kommt auch schon der zweite Wolf. Ja, geil. Und versucht nach dir zu beißen. Kriegt aber einen Passierschlag, oder? Du bekommst einen Passierschlag, wo du zwei Wölfe in dir drin hast? Nee, definitiv nicht. Du bist da ja mit zwei und nee. Das brauchst du mir nicht erklären. Ich akzeptiere das auch so. Okay, gut. Gut. Ja. Kann ich nochmal ausweichen? Geht das einfach? Oder kannst wenn ich so oft ausweichen, wie du möchtest, wird nur immer schwieriger. Kriegst immer, also wird immer zwei schwieriger. Und du siehst, dass der Wolf sich halt in dein Bein verbeißt. Und Gunnar ist an der Reihe. Ja, Gunnar wird hier so sich hier vorne hinstellen. Geht nicht, müssen wir uns vorstellen. Ja. Und würde sich dann den kleinen Wolf hier vornehmen und sich mal denken, einen habe ich schon. Und zweiten. Jetzt hat der Gunnar das Spiel kaputt gemacht. Natürlich hat das Spiel kaputt gemacht. Gunnar macht auch immer Spiele kaputt. So, du versuchst mit deinem, was hast du, mit deiner Holzfäller-Axt auf den Wolf einzuschlagen, aber im letzten Moment strauchelst du irgendwie, hast das Gewicht falsch eingeschätzt und die Axt haut halt daneben. Und ein Wolf ist noch über, der auch aus dem Fenster gesprungen kommt und ebenfalls hier noch auf Alrivio losgeht. Er versucht sich auch in dich zu verbeißen. Du hast noch nicht einmal doppelstellig gewürfelt, das ist nicht schlecht. Ich habe ein Modul angemacht, das heißt SL Cheater. Und da, da packt er schon wieder nach dir und beißt in dich rein. Und du schreist auf, hört Alrigio, der da jetzt von drei Wölfen attackiert wird. Kielbe Masse. Ja, Gunnar Ilana zieht die Rübe ein, ich ziehe meinen Bogen. Und versuche natürlich dem Du kannst auch zur Seite quasi gehen und auf den linken von Alrigio schießen, ne? Ja, auf den würde ich auch ganz gerne schießen. Ja. Also wenn ich einen Sidestep machen darf, dann würde ich das wohl gerne natürlich tun. Ist ja jetzt nur, weil die Map da zu Ende ist, da könnt ihr ja nichts führen. Okay, dann würde ich halt da mich dahin bewegen und dann ziehen wir mal den Bogen. So. So, Bögen, hat er noch gar nicht. Bögen und Verteidigungsmalus minus 4. Mhm. Ziel schlägt Haken. Okay. Was? Steht da bei mir drin. Wo hast du den da jetzt draufgeklickt? Ich habe auf meinen Bogen geklickt, also auf den Wolf. Dann auf meinen Bogen, auf den AT-Würfel. Und dann kriegst du ja das Pop-Up-Fenster mit den Modifikatoren und so. Und dann steht da Belastung, okay. Und darunter steht Bögenverteidigungsmalus, weil. Nee, doch nicht. Ja, einfach nicht getroffen. Gar kein Ziel drin bei mir. Ah, doch, da. Eine 18 hast du gewürfelt. Jo. Wir haben Reroll, den könntest du jetzt nutzen, wenn du möchtest. Ja, der Reroll war für Gunnar. Aber ich würde. Nee, der ist egal für wen der ist, oder? Der hat er extra geschrieben. Ich krieg einen Reroll. Danke. Fanboys. Dann ist der für Gunnar. Ja. Gut, dann ist Alrigio an der Reihe. Ja, ich hau mal auf den verletztesten Wolf ein, dass der mal von mir ablässt, würde ich sagen.
Beim Arigio, Entschuldigung, beim Arigio seht ihr zum Beispiel auch jetzt, dass er eine 3 da hat, eine Initiativreihenfolge. Und das ist, wie oft er schon sich verteidigt hat. Hm. So, Arigio, bitteschön. Was versuchst du? Wer ist denn der Verletzteste von den dreien, die sich der Verletzteste haben? Ist der nördlich von dir. Versuch's. Ah, eine 19 ist natürlich übelst daneben. 19, was soll ich sonst würfeln? Ja, ich hab keine Ahnung. Gut, du haust leider daneben und dann ist Wot an der Reihe. Ja, da ist ja nichts anderes übrig. Ich würde auf den, den ich sowieso schon getroffen hab, würde ich draufschlagen. Du versuchst auf ihn einzuhacken, aber du bist einfach zu abgelenkt. Die ganze Situation irritiert dich. Alarigio ist im Problem. Gunnar hat daneben gehauen. Es sieht gerade super schlecht aus. Die ganze Situation ist verfahren. Ach, du hast ja noch einen zweiten Attacke, richtig. Du hast auch eine Verteidigungsprobe geworfen. Vergleichsprobe steht da. Nee, okay. Verteidigungsprobe hat er als erstes geworfen. Oh, witzig. Aber die Dings wäre auch nicht gelungen mit einer 16 oder so, von daher. Gut, die erste wäre jetzt theoretisch drin. Okay, die erste ist drin. Der versucht halt auszuweichen. Wie geil, der macht da die ganzen Modifikatoren alle automatisch rein. Sehr cool. Aber oh, er kann nicht. Was denn? Ist doch alles gut. Ficken uns, ey. Denk dran, ich dreh die Klinge um. Das gibt nochmal 2 drauf. Okay, okay. Aber sofort immer. Welcher ist das denn? Der nördliche oder welchen hast du in den? Nee, den ich schon angegangen bin. Ich glaube, das müsste der westliche sein, der Holländer. Ja, okay. Ach, scheiße. 7 war das gerade, ne? 6. Nee, 5. So, gut. Ja, du stichst ihn mit dem Rapier rein und drehst die Klinge. Was nur? Ich hoffe, dass er tot ist. Ist er aber nicht. Er ist nicht tot, aber du siehst, dass er jetzt wohl fliehen will, auf jeden Fall. Dann krieg ich doch einen Gelegenheitsangriff. Dann kriegst du einen Gelegenheitsangriff. Ja, den hau ich auch nur drauf. Komm ich dann auch ein? Ja, du bekommst schon. Auch einen, ja. Ich glaube, kann man nicht so. Was? Meiner sitzt nicht. Soll ich noch warten oder darf ich werfen? Warte mal, gibt's da nicht sogar irgendwie bei Kampf den, ne, gibt's nicht, ne? Als Aktion. Den Passierschlag. Hätte gedacht, dass der hier drin ist, ist aber nicht. Ui. Keine Reaktion hat er dagegen nicht. Und damit, der Wolf wollte gerade abhauen, aber du zerhackst ihn halt und tötest ihn. Mein Gott. Darum hast du auch so viele Fans da draußen. Ja. So, aber du hast noch einen zweiten Angriff, Wot. Ja, die hau ich dann natürlich auf den über mir drauf. Ja, du drehst dich von der toten Kreatur um, der Gunnar gerade seine Axt in den Schädel getrieben hat und attackierst den zweiten. Ich nehme das Rapier und pfeffer es diesem scheiß Viech direkt auf den Kopf. Der Wolf versucht deinem Angriff noch auszuweichen und schafft es. Du stichst mit deinem Rapier zu, aber er springt schnell zur Seite und faucht dich böse an. Hm. So, der Wolf am Fenster ist dran. Der ist weiter auf Alarigio. Und würde wieder versuchen, den zu beißen. Gibt wieder einen Malus von minus 2 auf jeden Fall. In dem Fenster. Aber er würde dich treffen. Hi. Aber Elrigio kann sich noch so schnell hinter dem Fenstersturz verstecken und der Biss des Wolfes geht ins Nichts.
Dann kommt aber direkt der Wolf, der nördlich von Alrigio ist, und der versucht ebenfalls das Gleiche, was sein Kumpel da draußen gemacht hat. Und würde auch treffen. Ich versuche mal auszuweichen. Ja. Du versuchst auszuweichen, das Ganze funktioniert aber nicht und du merkst erneut, wie sich die scharfen Zähne der Bestie in dein Fleisch beißen. Ilana. Ja, Ilana würde erstmal arrogant in Richtung Kjell gucken, so nach dem Motto, ich zeig dir jetzt, wie man das macht. Und nochmal mit dem Bogen, aber auf den da vorne. Auf wen? Auf den links von... Alrigio. Alrigio. Okay. Oh, das hat mich aktiviert. Das ist ein unbestätigter Patzer. Hast du nochmal Glück gehabt? Du guckst so arrogant rüber zu Kjell und sagst, ich zeig dir jetzt, wie das geht, und schießt und dein Pfeil irgendwie geht, was weiß ich wohin. Ja. Ich habe mich mit meiner eigenen Schönheit geblendet. Passiert. Er eigentlich hingehen sollte. Der hast du die Brille? Wolf ist die in der doch. Reihe. Müsste der sein. Der geht nicht auf Alrigio, sondern der ist auf Wot und attackiert den Wot. Mhm. Das Biest kommt auf dich zugestürmt. Willst du eine Reaktion machen? Ja. Wie war das jetzt nochmal? Wenn ich jetzt mit dem Rapier parieren würde, würde das Viech... Dann würdest du den halben Schaden machen. Ist zwar eigentlich im 5 nicht so vorgesehen, aber okay. Gut. Und auch dieser Wolf beißt nach dir und kann deinem Rapier ausweichen. Gunnar, du bist an der Reihe. Ich sehe, dass der gute Alrigio da so ein bisschen was am Kämpfen ist. Ja, der ist arg in Bedrängnis dahin. Ja. Und wird dann einfach wirklich bis nach hier vorne durchlaufen. Ja. Und würde mir hier den vorne direkt nehmen und würde dem dann halt auch jetzt meine Axt in den Leib zimmern. Jo. Schreiend rennst du auf den Wolf zu und versuchst ihm die Axt in den Leib zu schmettern. Und das schaffst du auch und es gelingt dir, ihn halt diese Axt reinzuballern in die Flanke. Der Wolf strauchelt halt zurück, knurrt dich an. Dann knurr ich zurück. Und dann wäre der auch dran und würde dich natürlich jetzt ins Target nehmen und versuchen, dich zu beißen. Na, ein Glück. Und das würde er auch schaffen. Ja, dann versuche ich noch ein bisschen was auszuweichen, obwohl ich da nicht gut drin bin. Ja, der Zwerg lässt sich nach hinten fallen, will noch eine Rolle machen, schafft es aber nicht. Aber ein Großteil des Schadens kann sein Kettenhemd abfangen. Kjell. Ja, nachdem der Bogen versagt hat, probiere ich es mit meinem Wurfdolch, weil die silbernen Pfeile sind ja relativ rar. Also schmeiße ich meinen Wurfdolch. Auf geht's. Den Wolf habe ich im Target. Gunnar ist ja zum Glück auch nur ein halber Meter. Da sollte nichts anbrennen. In den Rücken, wirbel mir in den Rücken. Komm, du hast... Ja, dann würde ich einen Schicksalspunkt ausgeben. Oh, beim Wurfdolch sagt er mir nicht genug Munition. Haha. warte. Machen wir mal so. Jetzt müsste es gehen. Okay, ich teste. Ja, jetzt kriege ich das Fenster. Wurf. Ei. Ich brauche die Brille, glaube ich. Ja, du schmeißt dein Dolch, aber der fliegt halt daneben und landet irgendwo im Gras. Alrigio. Ja, ich bleibe erstmal bei meinem Gegner. Aber boah, dieser Angriff geht leider daneben. Er weicht aus und du kannst ihn nicht
packen. Wut. Ja, ich würde mir das Grinsen zu Kenntnis und schlag jetzt. Ist halt kein zu. Tiger, ne? So, jetzt muss es klappen. Ja, ja, genau, jetzt kommt der richtige Tiger. Ich zeig dir jetzt mal einen echten Tiger, mein Mädel. Beide eine Eins, das wär's jetzt doch gewesen. Ja, wäre geil gewesen, ja? Der Wolf versucht noch auszuweichen, schafft es aber nicht. Ich dreh die Klinge. Ja, in dem Moment, wo du die Klinge drehst, jault er auf und versucht, hier abzuhauen. Und dann kriegen Gunnar, Alrigio und Vought noch einen Gelegenheitsangriff. Auf wen? Auf den Wolf südlich von dir. Naja, machen direkt weg. Ja, ja. Ja, das war's. Der ist auch dahin. Wenn die Windhaller-Wölfer gefährlicher sind als der Tiger. So, du kannst noch laufen und noch einen zweiten Angriff machen, glaube ich, ne? Wenn ich mich hier hinstelle, kann ich dann so schräg auf den schlagen, ja, ne? Ja. Ich glaube, ich bin ja sowieso eigentlich noch eine Spur weiter links, ne? Nur, da kann ich mich ja leider schwer hinstellen. Ja. Also. Der Wolf versucht, deinem Schlag auszuweichen, was ihm aber nicht leicht fällt, denn er ist auch schon sehr angeschlagen. Und in dem Moment versucht auch er abzuhauen und auch bei ihm habt ihr alle einen Passierschlag. Hol dir den nächsten Boot. Aber selbstverständlich. Na. Nimmst du ihn, Alrigio, oder soll ich ihn nehmen? Ich hab eben gewürfelt. Bitte? Ich hab eben gewürfelt, aber irgendwie hat er den nicht. Ach so, nee, warte, ich hab, hab ich nicht gesehen, war zu schnell. Okay. Alrigio nimmt ihn und hackt ihn kurz und klein, als er versucht abzuhauen. So, dann ist jetzt der eine Wolf dran, der da durchs Fenster kämpft. Der hat Alrigio immer noch im Target. Hat Wurf mehrere Ziele, also. Wieder raus. Minus 2. Das gibt's einfach nicht. Ich würfel gut, ne? Ja, aber kann nur. Kann man ja das sagen. Bei mir wird's jetzt wieder wahrscheinlich dreistellig oder so. Dreistellig? Ja, immerhin zweistellig. Ja, aber er beißt dich wieder und du merkst erneut die Zähne, die in dein Fleisch schlagen. Und der nächste steht auch so praktisch neben dir, versucht auch dich zu beißen. Und auch er trifft natürlich. Warum auch nicht? Jeder soll hier seinen Spaß haben mit mir. Gib ihm ein paar Fühler. Guck mal, gleich 6 Punkte weg, das ist super. So. Der große 25 HP-Trank, den kriegst du gleich, ne? Ilana. Den gebe ich mir gleich. Ich habe ja hier noch, auch noch ein paar Punkte beim Twitch. Oder darf man das nicht? Wie viele Schritte kann ich nochmal gehen hier? Komm ich bis zu dem da vorne? Selber bei Twitch. Natürlich nicht. Ich zähle mein Abo sofort wieder ein. Wie viel kann ich nochmal gehen? 8 Felder. 8. Wow. Ja, okay, easy. Dann würde ich an dem Grund vorbeigehen. So bis nach hier. Vorsichtig natürlich, damit meine Seitenstrümpfe nicht mit Blut vollgesogen werden. Okay. Und würde in Richtung Wolf gucken und den einmal fett anrotzen und sagen, wir sind Team Katze, du Arschloch. und ich würde zaubern. Hexengalle. Wir sind Team Katze, du Arsch. So, was hat sie gemacht? Hexengalle. 3 8 Qualitätsstufen. Was macht der Schaden? 8. 8. Du spuckst quasi, ne? Da kann er ausweichen, ne? Weiß ich nicht. Ich kann richtig gut zielen mit meiner Spucke. Nee, hast du aber. Du hast ihn getroffen. Und die ätzt dann deine Spucke oder was macht die? Ja, warte, ich guck nochmal.
Ja, ätzender Speichel. Und in dem Moment versucht der Wolf abzuhauen. Ich würde Alrigio noch einen Passierschlag geben. Welcher war das jetzt, der draußen steht? Der nördlich von dir, ja. Mhm. Bei dir steht. Kick. Reaktion gibt's dabei nicht. Und damit ist auch dieser Wolf tatsächlich Geschichte. Ja, zwei hat er schon umgelegt, der Alrigio. Gar nicht schlecht. Beides flüchtige Viecher. Egal, Wunder. Das zählt nur wieder. Bodycount ist Bodycount. Ja, ich würde ja eigentlich gerne versuchen, den Wolf, der da drin ist, noch irgendwie anzugreifen. Das Fenster ist so zugemüllt, da muss ich wahrscheinlich dann einmal komplett... Evot, bist du die ganze Zeit so tief oder was? Du kriegst mir hier aus dem Fenster. Machst du ja. Entschuldigung, ich versinke in Scham. Alter, kannst du die Kamera nicht tiefer machen? Mach ich ja. So, ja, guck mal, soll ich doch in deiner ganzen Schönheit sehen und der Peter, der kriegt mir rechts aus dem Bild. Guck mal, so ist doch schön. Ja, so gucken die Leute auch hier. So, wer war dran? Gunnar. Ja. Ach, du bist ins Fenster gesprungen, du bist ja tricky. Ja, oder ich würde dann das Fenster blockieren, dass er nicht weglaufen kann, weil ich komme sowieso nicht an ihn dran mit meinen kurzen Beinen. Hast du nur 6 Bewegungen, oder was? Ihr habt nur 6 Bewegungen. Okay, gut, dann wäre der Kiel an der Reihe. Ja gut. Das heißt, du blockierst das Fenster, Gunnar. Und der ist hier drin, ja? Hm. Hier unten. Das untere Fenster unten ist offen. Auch kaputt, ne? Ja, da würde ich da durchgehen wollen. Dann mach das. Er sagt, da ist mir eine Wand im Weg, muss ich in 2 Bewegungen machen. Einmal. Zweimal. Okay. Genau, du kommst in einen alten Salon, wo halt ganz zerstörte Möbel rumstehen. Du siehst da eine Tür nach Osten und eine doppelflügige Tür, die in den Raum nach Norden führt, wo wahrscheinlich der andere ist. Ja. Ja gut, das heißt also, ich kann quasi eh nur noch Richtung Tür und dann ist Feierabend. Du hast so 8 Felder. 1, 2, 3, 4, 5. Du kannst da noch reingehen und die Tür aufmachen. Ja, lass das lieber mal. Ja, noch habe ich einen Dolch in der Hand, in der Möglichkeit. Wenn ich schon nicht zielen kann, dann vielleicht irgendwie zustechen. Ich kenne irgendjemanden, der heute hier keine Gnade kennt. Und nur darauf wartet, dass eine Tür aufgemacht wird. Die Tür wurde geöffnet. Ja, da kannst du dir noch angreifen. Geil. Der Meteor stürzt hinab und alle sind tot. Ja. Das so, Haus bewegt sich plötzlich. Leute, ich warte nur drauf. Ich möchte... Ach, kein Ziel. Muss ich erstmal wählen. Eieiei. Wir müssen öfter kämpfen. Und wenn wir tun, keine Banne. Silberner Dolch. Der Wolf versucht, dir auszuweichen, schafft es allerdings nicht und du hackst mit deinem Silberdolch auf ihn ein und kannst ihn einen tiefen Schnitt verursachen. Dummes Mistvieh. Alrigio. Ja, ich versuche den Wolf anzugreifen. Falls ich das Schwert noch halten kann. Nee. Ja, schwer, aber du versuchst es. Wot. Ja, ich würde auch mal versuchen, ins Haus reinzugehen. Kann ich den irgendwie durchs Fenster angreifen? Nee, würde ich den nicht zulassen, ist mir zu eng da. Ja, ist mir ehrlich gesagt auch zu asozial, ich würde hier einfach einstellen. Okay. Schießen kann ich jetzt nicht mehr, ne? Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sicher. Kannst du aber einfach 6, 7, 8 dahin und dann angreifen. Nee, schieße auf Nahkampf. Okay. Schaden? Nee, den möchte ich nicht. Den mache ich mal. Ja, der ist schon okay. Also, irgendwo muss der Bogen ja auch da sein. Ja, guck. Der Wolf, ist ja nicht gerade schon bei dir ausgewichen? Ja, ne? Bei mir? Ach nee, ist eine neue Runde, aber ist egal. Okay, du hast geschossen und getroffen. Ja, und zwar nicht wenig.
In dem Moment kriegt der Hund, also der Wolf, Panik und versucht, hier wegzurennen. Sowohl Kiel als auch Alrigio hätten einen Gelegenheitsangriff. Passierschlag. Jawohl. Ich habe gerade Schwierigkeiten mit meinem Foundry. Warum? Die Map ist weg und er sagt mir, mein Browser unterstützt aktuell kein WebGL. Einfach so. Neu aufmachen. Mach einfach neu auf. Ich mach den Passierschlag für dich, solange. Dankeschön. Den silbernen Dolch. Ach, der ist schon tot? Ja, der Aurelio hat das schon. Ach ja, der ist schon tot. Gut. Ja. Und in dem Moment fällt auch dieser Wolf rot zusammen. Ich muss erstmal was trinken, glaube ich. Ja, ich würde die Pfeile einsammeln von den toten Viechern. Ja. Wenn ich mir Regio dann so angucke, würde ich den großen Heiltrank rausholen und würde ihn hinhalten. Ich glaube, für dich ist der besser Moment. Regio guckt dir tief in die Augen und sagt, danke, mein Freund. Und tippt sich das hinter die Binde. Ja, dann darfst du hier 25 Punkte aufschreiben. Oh, das ist gut. Bin ich wieder voll. Ja. Vielen Dank. Ihr kommt in einen 6x6 Meter großen Raum, in dem halt sehr viele Knochen und Leichenstücke und sowas rumliegen. Die große doppelflügige Tür im Osten wird von zwei Ritterrüstungen flankiert. Im Norden befindet sich ein alter Kamin, in dem nur kalte Asche ist. Die Decke des Raumes wird von 6 steinernen Säulen gestützt und im Süden befinden sich noch einige Türen. Die Wölfe hier scheinen sich einige Laken und sowas zusammengesucht zu haben, in die sie halt oder wo sie ihr Nest rausgebildet haben. Mario, wir hatten doch eigentlich gesagt, ich gehe vor. Ja, ich weiß auch nicht, was mich getrieben hat. Naja, beim nächsten. Ja. Hätten die Wölfe ihn nicht gesehen, hätten sie doch sein Parfüm gerochen. Aber ja, dein Raubtiergeruch hat sie angelockt, wenn ich ehrlich bin. Ja, Raubtiere riechen einander nicht. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hat es auch seinen Grund, dass du dich zurückgehalten hast, Eben. Zurückgehalten? Ich habe zumindest keine flüchtenden Wölfe geschlagen. Ich habe aber immerhin 3 erschlagen und du? Weggerannt sind sofort. Ja, ich merke schon, du kannst nicht einmal bis 2 zählen, du kleiner Möchtegroß. Kümmer dich um deine Wunden, du blutest. Ich blute nicht mehr. Man sieht's noch. Also, ja, in vielleicht nicht erstmal umgucken und ich glaube, hier sind noch mehr als nur die Wölfe drin. Das können wir vielleicht für später machen. Ist in dem Kamin irgendwas zu sehen? Ist da irgendwie frisch was Verbranntes, ein halber Brief oder sowas? Nee, ich habe ja gesagt, die Asche ist kalt und alt und du stocherst da so ein bisschen mit so einem Kamineisen hin rum und kannst aber auch nichts drin decken. Ich würde trotzdem mal gerne noch hier unten in den Südosten gehen, in den Raum gehen und mir die Truhe mal angucken. Die haben wir aus dem Fenster gesehen. Mhm. Ja, du gehst da in dieses Schreibzimmer. Die Fenster hier sind intakt und geschlossen. Und die Türen sehen sehr stabil aus. Die Luft hier riecht halt sehr abgestanden und da sind halt einige Lampen, die da rumstehen. Das Mobiliar hier ist halt komplett intakt noch. Da ist ein Schreibtisch an der Westwand, ein Regal an der Ostwand und eine Truhe unter dem Südfenster. Im Regal stehen nur noch 2 Kerzenständer aus Zinn. Auf dem Schreibtisch liegen ein Briefbeschwerer aus Bronze in Bärenform, ein graviertes Tintenfass sowie eine Kassette mit leeren Pergamentbögen. Also die Bronzestatuette, die finde ich ja interessant. So ein Bären, der passt zu mir, würde ich mal noch mit einstecken, dann halt die Truhe mal versuchen zu öffnen. Da müsstest du einmal Schlösser knacken würfeln, -1 als Modifikator. Würde ich verlieren, schaffe ich nicht. Gunnar. Also ich kann zwar würfeln, aber eigentlich möchte ich den nicht gewinnen.
Kann mal jemand kommen? Hier ist noch eine Truhe und die ist verschlossen. Komme. Also ich finde sie ja super ekelhaft. Ich setze mich mal an die Truhe ran und versuche sie aufzumachen. Ja, müsstest du auf Schlösserknacken würfeln. Ich würde gleich mal Richtung Nordtür und da horchen wollen. Um einen vereinfacht oder was hast du gesagt? Minus 1 Modifikator ist erschwert. Ja. Aber gelungen. Ja, du fummelst da rum und kriegst dieses Schloss dann auch auf. Und in dieser Truhe, da sind einige Wirtschaftsbücher des Herrenhauses, die aber schon älteren Datums sind, eine Sturmlaterne, eine Hundepeitsche und ein versilberter Dolch. Reiche das erstmal, Bruder. Die Hundepeitsche würde ich behalten. Das haben wir doch auch im Raya-Tempel gesehen. Ja, man könnte es vielleicht nochmal benutzen. Den Dolch, den gebe ich, glaube ich, Kiel. Dann hat der noch einen zweiten Wurfdolch oder sowas. Der Rest, wenn ich den dann treffe. Der Rest sieht ja dann für mich sehr, sehr uninteressant aus. In den Büchern steht aber auch nichts Interessantes drin, großartig, oder doch? Nee, die sind halt total veraltet auch, ne? Die Tür im Norden, ist die offen, also kann, oder ist sie verschlossen? Boah, Leute, wartet doch mal. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Bin nur hier am Verteilen. Siehst du die Sachen rein oder was machst du? Ja, ja. Achso, okay. Hundepeitsche. Dann kriegt der Kiel noch einen Dolch, ne? Juhu. Gell, bist du wieder da? Ja, ich bin hier. Und ich sehe auch wieder alles. Und stehe quasi bereit an der Nordtür. So, war da noch was? Das war's, ne? Die bronzene Bärenstatuette oder der Briefbeschwerer? Ja, die kannst du dir so reinschreiben. Die werde ich hier nicht finden. Eine Sturmlaterne ist da noch drin. Ja, die würde ich wahrscheinlich auch mal mitnehmen. Ich habe zwar meine Laterne abgegeben, aber ich habe immer noch Lampenöl. Wie belastet bist du denn mittlerweile, Gunnar? Nur 2, aber halt immer noch nur von der Rüstung. Okay. Sehe dich nachher im Kampf sonst so links ein Riesenbeutel voll, rechts ein Riesenbeutel voll, Kettenhemd an. Dann stehst du da mit der Angst. Jo, so, jetzt können wir weitermachen. Was gab's noch für Fragen? Ich wollte an der Tür lauschen. An welcher Tür? Du stehst an einem Kamin. Ach, das ist ein Kamin. Ah, geil. Okay. Hallo. Ich weiß ja, dass du lange in der Natur gelebt hast, aber... Vielleicht ist das auch eine Tür zu Narnia, weiß ich doch nicht. Okay, okay. Dann ist es wohl die Osttür, wo der Wurz steht, ne? Genau. Ja. Da hätte ich ganz gerne mal gehorcht. Machen Wurf auf Sinnesschärfe. Jo. Auf dem Weg. Da ist nix. Solange beim Werwolf nachher vernünftig gerollt wird. Eieiei. Also ich höre nichts. Na dann können wir ja weitergehen. Ja, ich würde die Tür Gunnar, aufmachen. Hast du die Tür schon aufgemacht? Ich habe gerade die Tür aufgemacht, aber... Okay. Oder war die verschlossen? Nee. Die Ritterstatuen, ist da irgendwas Interessantes dran? Ihr guckt euch die an, die sind alte, verrostete Deko-Statuen. Ja, lässt du mich noch vor? Ja, ja klar. Geh einen Schritt zurück. Gut, auf 3. 1. 2. 3.
Oh Mann, jagt mir keine Angst ein. Oh Gott, das sind Spinnennetze, ich ahne Schlimmes. Was ist das denn hier? Ihr kommt da in so einen Vorraum, in dem halt Spinnennetze und sowas sind und einiger Unrat auf dem Boden liegt. Bäh! Widerliches Gesocks wie Zigeuner. Mach die nächste Tür. Ach, die ist schon auf. Da oben ist eine alte Waffenkammer, in der rechts und links jeweils ein Regal mit Waffen steht, beziehungsweise waren da anscheinend früher Waffen drin, jetzt sind diese Ständer leer und es sind nur einige verrostete alte Schwerter darin. Mhm. Haben aber keinen irgendwie hochgradig interessanten Wert irgendwie, ne? Verrostete Waffen halt. Mhm. Blutvergiftung. Ich habe Angst, dass die Spinnennetze in meinen Haaren hängen bleiben. Lass uns weitergehen. Na, Tiger, möchtest du auch mal probieren? Drei. Drei. Eins. Nein, die Tür geht auf und zeigt euch ein großes Foyer. Nach rechts ist eine große Ausgangstür, in der Mitte ist ein großer alter Teppich. Überall sind schlammige Fußspuren von Klauen und Schuhen präsent. Euch gegenüber ist noch eine weitere doppelflügige Tür. Dann geht es eine Treppe hoch, die sich oben teilt und nach rechts und links abgeht, wie man das aus alten Herrenhäusern kennt. Und auf der rechten Seite unter dieser Treppe befindet sich noch eine Tür. Und also oben so über euch ist halt so eine Empore, ne? Ich würde den so zuflüstern, so, also rechts irgendwo hinten rum war so ein extra Eingang, da war auf jeden Fall auch irgendwie Blut. Da ist ein Pfeil. Das heißt nur, dass da die Treppe hochgeht. So. So. Hier lang gehen, das ist Schnitzeljagd. Wir sollten erst den unteren Boden abdurchsuchen und danach nach oben gehen. Uh-huh. Weil sonst nichts in den Rücken fällt. Uh-huh. Sollte dann jemand noch die Treppe bewachen vielleicht? Also es geht jetzt nicht da hoch, wo der Kjell steht, ne, sondern da, wo der Pfeil nach oben geht, da geht's hoch, ne? Also wo Kjell jetzt steht, ist quasi die Treppe zu Ende, da ist dann oben. Okay. So, ihr öffnet die nächste Tür und kommt dort wieder in so einen Zwischenraum wie gerade. Und irgendwie, ja, kommt euch hier ein ekelhafter Geruch in die Nase. Es stinkt nach alten Fäkalien und gut. Ich horche mal an der Tür nach Norden. Mädels, wir haben hier noch eine Tür vergessen. Ich würde sagen, wir machen die hier erst nochmal auf. Der Vogt öffnet die Tür und du siehst, dass es dort in den Keller geht. Oh, Kellergeschichten. Alrigio, mach mal eine Sinneschärfeprobe. Das sind bestimmt Spinnen. Mach die Tür schön wieder zu, Vogt. Eine Spinne kann dir etwas an. Du horchst an der Tür und kannst aber nichts hören. Du mach die mal auf. Ihr macht den auf und kommt in so einen kleinen Zwischenraum. Da ist ein alter Teppich, der auf dem Boden liegt. Achso, du meintest den nach Norden, ne? Entschuldigung. Ja. Okay, aber auch da hörst du nichts. Und du siehst, dass da halt... Latrine oder was ist das? Die Latrine ist, genau. Ja. Doch. Wird in der Latrine gekocht? Was steht denn da? Das ist die Frage. Da steht altes, vergammeltes Wasser. Hm. Ja, ich würde erstmal meinen Zaubertrick schön Duft machen. Ja, du nimmst dir so ein kleines Porzellanschälchen, machst da so ein paar Blümchen rein, so ein paar Blümchen und Kräuter und sprichst dann deinen Zauber und zauberst ein wunderbares Potpourri, aus dem halt gut kommt und stellst das dann dahin. Ein guter Zauber. Jetzt riecht's endlich nicht mehr wie im Zimmer. Hat sich was verändert? Nee. Dann die nächste Tür auf.
und wird dann die nächste Tür aufmachen wollen. Genau, ihr kommt jetzt in so einen Zwischenraum, in dem wieder eine große doppelflügige Tür nach unten, also nach rechts führt und eine nach geradeaus. In den unteren Raum konnten wir ja schon ein bisschen reingucken, da war ja nichts mehr. Wir hören immer noch nichts, irgendwie so ein Kratzen, Fauchen, Beißen. Müsstest du nochmal eine Sinnesschärfeprobe machen? Wo hörst du da? An der Tür oder wo? Ja, so, also an der Tür auf jeden Fall auch. Ja. Dann mach eine Sinnesschärfeprobe und horch nach. Horch an meiner auch nochmal, wo ich stehe. Gar nichts. Nee, Wot, du hörst da nichts. Alrigio, du glaubst, dass du da so kratzende, tippelnde Schritte hörst. Ich mach Gunnar ein Zeichen. Gunnar. Was? Hier ist etwas hinter der Tür. Du wolltest doch vorgehen. Ja. Fange an zu grinnen, meine Axt in die Hand, zähle mich selber runter und dann reiße ich die Tür auf und stürme rein und schlage auf zu was Tages steht. Du reißt die Tür auf und kommst in eine völlig ruinierte Küche. Dir kommt der Geruch von Aas in die Nase, von Blut und vergammelndem Gedärm. Du siehst zerstörte Möbelstücke, du siehst zerstörtes Porzellan und über die Tische und Bänke dort springen Ratten, die verstört als Eindringling angucken und dich attackieren wollen. Habe ich nicht als erstes angreifen, weil ich es mir so gesagt habe, ich schlage auf das zu, was ich sofort sehe? Ja, kannst du. Rattenmatsch, juhu. Dann hättest du die erste Runde. Was war das denn jetzt? Initiative? Was macht ihr denn da? Ich hatte gerade aufgepoppt bei mir. Ist aufgepoppt bei dir? Okay, ja, wenn das bei den anderen auch aufpoppt, könnt ihr da gerne drauf drücken. Nö. Bei mir ist nichts aufgepoppt. Aber ich hab getroffen. Also ich glaube, irgendwas stimmt mit meinem Initiativewert nicht. Oder habt ihr alle irgendwelche Bonustalente? Also ich habe auch immer nur so, also ich habe keine Bonustalente. Boah. Ja, wenn selbst eine Ratte, die eine 1 würfelt, hat mehr als ich, wenn ich eine 4 würfel. Das kann doch nicht sein. Ja, ist flink. Guck mal doch rein. 11 steht da bei mir. Aber warum habe ich 11? Woraus berechnet sich das? Also die Ilana hat zum Beispiel 13. Der ist, meine ich, mit irgendwas gekoppelt. Vielleicht mit Vor- und Nachteilen oder sowas? Nee. Der Vot hat 15. Und die Ratten, kann ich auch mal eben gucken, die haben 12. Und dann immer plus 1W6, ne? Ja, ich frage mich, woraus sich der berechnet, wenn der so niedrig ist bei mir. Also ich, da müsstest du mal... Ich hätte jetzt gedacht Gewandtheit, aber das ist einer meiner besten Werte, das kann ja irgendwie auch nicht sein. FA5E... Wie berechnet sich die Initiative? Mut, Intelligenz, Geschicklichkeit durch 5. Also Mut plus Intelligenz oder Intuition plus Geschicklichkeit durch 5. Ja. Kommt bei mir eine 10 raus. Bei mir auch eine 10. Ja. Ich habe oben die Ratte habe ich getroffen, trotz einem Malus von minus 6. Wow. Genau, was hat denn der? Ja, du hast ja auch eine Initiative von 10. Ja. Da kommt der so. Waffenmodifikator wahrscheinlich auch noch immer noch rein. Das kann sein, das weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich.
So, du hast die Ratte plus... Warum hast du den Modifikator von minus 6? Ach, weil das eine Ratte ist. Ja, weil die so klein ist. Ja, die versucht aber natürlich auszuweichen, ne? Ja, ist klar. Aber schafft sie leider nicht. Und damit, bäm, knallst du direkt auf die Ratte drauf mit deiner Axt und zersplitterst sie geteilt. In alle Phasen. Jo. Dann würden wir die starten und Vot wäre an der Reihe. Ja. Kann ich die irgendwie ins Target nehmen? Ich sehe die gar nicht. Oder muss ich dann noch... Ist doch gar nicht da im Raum. Muss ja erstmal in den Raum rein. Hm. Und die da? Ach, jetzt verstehe ich. Die kleinen Viecher sind die Ratten. Ja, aber die ist schon tot. Ja, dann würde ich die ins Target nehmen. Gucken, was passiert. Sind schwer zu treffen, habe ich gehört, ne? Ja, Drachen sind ein bisschen größer. Ja, kann ich auch besser mit um. Auch wenn man gleich den Werb vom Werwolf sterben, die Ratten, die kann man. Die Ratte versucht deinem Schlag auszuweichen, kann sie aber nicht. Und damit haust du auf die drauf. Und auch die Ratte ist Quietschquatsch-Traubenmatsch. Schön. Also so. Irgendwas, was kollektiv angreifen kann? Du hast ja noch einen zweiten Angriff. Schnapp dir noch einen zweiten Angriff. Aber nicht irgendwie so was wie ein Feuerball für Ratten oder so? Dann ist hier ein Feuerball für Ratten. So kaputtstochern. Das ist. Na, den ganzen coolen Scheiß von den Dickern nicht mehr. Die Ratte haust du aus dem Leben. So, ja. Dann ist jetzt eine Ratte mal dran, ne? Die Ratte, ne, die sieht sich jetzt, boah, der Gunnar ist schön fett und saftig, den schnapp ich mir, denkt die sich. Aber die beißt leider daneben, schade eigentlich. Beißt auf eine Kette und merkt, dass sie durchbeißen kann. Genau. So, die nächste Ratte hier, Red. Die kommt jetzt hier angerannt, springt auf den Tisch und hebt quasi die, so eine andere Ratte, die ist auf so einem Unterteller und eine andere Ratte springt auf die andere Seite vom Teller und katapultiert die Ratte hier zum Vot. Wie bei Chip und Chap. Wie bei Chip und Chap. So läuft das. Ja, dann soll sie mal kommen. Und die versucht dich zu beißen. Ah, aber die beißt daneben. Was ein Mist, ey. Kiel. Drecksviecher. Der Rattenfinger. Jetzt geht's los, genau. Jetzt hol keine Pfeife raus. Na gut. Flöte. Ey, ich wollte gerade Tierstimmen imitieren, aber wenn ich nicht flöten darf, dann ohne Flöte, ohne mich. Ganz einfach. Dann greife ich diese Ratte mit meinem Dolch an. Ja, du kannst aber nicht auf dem gleichen Feld stehen wie der Vot, ne? Ach also so. Entweder da oder da. Dann gehe ich hier. Ja, da ist gut, da sind noch welche. Ja. Ich und meine Ratten. Let's go. Ja, du haust auf die Ratte und die versucht wieder wegzukriechen. Schafft sie aber nicht. Aber der Kerl hat nicht so viel Power wie die anderen. Die Ratte überlebt das Ganze. Warte mal. Aber die versucht zu fliehen und du kriegst noch einen Passierschlag. Ist nicht wahr. Das kannst du mal nachtreten. Da war so ein dummes Missfiel. Hol aber mit einem Fuß aus und dreht dagegen. Was macht Atlas eigentlich für sein Geld? Das ist doch seine Gegnerschaft hier. Ja, stimmt. Der so festmacht. Wird sich jetzt gleich erstmal einen Menschen. Wie würfel ich denn einen Passierschlag? Der findet das eklig. So, Atlas ist drin. Geil. Mach ich einfach einen D6? Den würde ich da gleich mal reinwerfen. Ja. Mach ich einfach einen D6 oder wie läuft ein Passierschlag? Passierschlag, angreifen, ja. Attacke. Ja, einfach einen D6. Achso, ja. Handgemenge oder nicht? Er hat doch einen Bogen oder wie? Krieg ich auch noch einen? Daneben. Hast daneben gehauen, einen Passierschlag. Ja, du kriegst natürlich auch noch einen. Keine Reaktion. Und damit matschst du die Ratte. Gut, dann ist die nächste Ratte dran. Die
rennt jetzt hier los und springt auf den Gunnar los. Fange ich in der Luft ab und werf sie auf den Boden. Das meinst du, warte mal ab, die beißt sich jetzt tot. Beiß dir den Kopf ab. Oh. Ausweichen. Ja, scheiße, ne? Die macht mir keinen Schaden. Scheiße. Okay. Wieso Punkte dazu? Geil! Ilana. Ja. Durch die Tür lasse ich dich jetzt nicht mehr. Das ist mir zu eng da. Ja, okay. Die geht nach hier. Das sieht auch viel zu eklig. Würde erstmal ihre Lippen schminken, aber der Atlas würde von der Schulter runterspringen und der kann ja wohl in den Raum. Ja, er kann da rein, ja. Okay. Und die nächste Ratte. Kjell zur Hilfe kommen. Ja, der ist aber auch in der Initiativreihenfolge, glaube ich, ganz unten drin. Okay, ich dachte, der kehrt automatisch nach mir. Also ich kann ihn nochmal würfeln. Nee, dann kannst du den jetzt tatsächlich nochmal machen, den Atlas, weil der Meine ist vor dir dran gewesen. Ja. Der latscht so elegant über alle drüber. Ja. Und kommt dann Kjell zur Hilfe. Miau! Juhu! Und beißt die Ratte. Ja. Ins Target. Aber der schafft er nicht. Der kriegt er nicht hin, leider. Ja, der spielt erstmal mit der. Genau. Jetzt, da ist noch ein Fehler drin, ne? Da steht auch in der großen Kategorie. Die müssten eigentlich gleich groß sein, oder nicht? Die ist doch kleiner als die Katze, oder? Ja, weiß ich nicht. Also ich denke mal, Größenkategorie spielt Katze halt... Katze ist Größenkategorie winzig und die Ratte ist auch winzig. Oder wie kommt dann das... Oder generell winzige Kreaturen haben immer minus 4 auf... Wahrscheinlich. Okay. Ich dachte, war das jetzt der Unterschied zwischen... Ja, macht eigentlich keinen Sinn, aber ist okay. So. Gut, die Ratte versucht, Kjell zu attackieren und den zu beißen. Mistvieh. Aber schafft das leider nicht. Ja. Gar nicht. Okay, gut, dann ist die nächste Ratte dran. Die macht wieder so einen krassen Sprung und geht auf den Wurf los. Ohnmächtig. Und versucht, sich in den Fest zu beißen. Ach Mann, ey. Pat, bestätigt der Patzer. Beißt sie sich jetzt selbst tot? Der Held stolpert, seine nächste Handlung ist um 2 erschwert, das ist ja langweilig. Die läuft und du schlägst einmal darauf ein und dann ist sie tot. Regio. Gibt Ilana seinen Handspiegel und geht dann auf Kjells Ratte los, da rein, wenn er kann. Jo. Viel Spaß beim Schminken, sagt er. So, alles eingestellt, jawohl. Und wieder. Nee, war toll. Du hast bei deinen Angriffen nicht so wirklich Glück, ne? Nee, ich habe aber auch scheiß Werte, wenn ich das so vergleiche. Irgendwie hat er was anderes gelernt, der Arino. Gut, Gunnar ist dran. 1 und 2 und noch eine Ratte dabei. Ich muss ja nur... Ja. Nur, ja, aber die Ratte ist zu flink. Die weicht deinem Schlag halt tatsächlich aus. Und hinten ist so eine Ratte an so einem toten Lämpchen da am Nagen. Die guckt einmal hoch und reagiert dann aber nicht. So, aber die Ratte, die ist richtig wütend. Die nimmt sich den Kjell jetzt vor und denkt sich, so, Kollege, du bist jetzt aber hier dran. So, und haut daneben. Mann, was ist denn los, ey? Aber ich habe ja noch eine beim Kjell stehen. Die versucht jetzt Atlas zu beißen. Oha. Können Ratten nicht auch Krankheiten übertragen? Mhm. Einige wenige. Ja. Wot. Ja.
nehme die und würde mich bequemen, sie einfach nur zu töten, wenn es denn irgendwie geht. Ja, aber die Ratte ist ja flink, die versucht ja auszuweichen. Ja, versuchen Gänse. Er schafft es aber leider nicht und ist damit leider auch ein Quietschquatsch-Traubenmatsch. Ja, nächste. So ist ein zweiter Angriff. Ja, müssen wir auch wieder. Auch die Ratte versucht schnell wegzukommen. Aber auch das wird leider nix. Und auch die Ratte schickst du in die ewigen Käsegründe. Kjell. So, Atlas, jetzt gibt's Mittagessen. Los geht's. Wir haben verdammt viel Blut, die Ratten, ne? Ja. Wirklich. Der Kjell mit seinem Dolch hackt er auf die Ratte rum. Wow. Und die haut aber ab, die Ratte. Pinselt ihn aus. So, Atlas ist dran. Ja, die Ratte probiert ja abzuhauen und Atlas macht schon so seinen Mund auf, so nach dem Motto, komm. Nee, die ist nur ausgewichen. Und würde die beißen. Probieren zu fressen, wie auch immer. Oh. Ist das die gerade ausgewichen ist? Nee. Doch. Schafft's aber auch nicht. Ja, der beißt ja einmal zu, aber das reicht noch nicht. Die versucht jetzt aber abzuhauen und du kriegst noch einen Passierschlag. Dann will er nochmal mit seiner Kralle hinterherhauen. Jo. Und auch damit packt sich Atlas die Ratte und du siehst, wie sie in seinem Schlund verschwindet. Ilana, du machst dir schön die Lippen draußen. Ja, und guckt angeekelt da rein. Denkt sich so auf gar keinen Fall. Vielleicht würde ich noch die Tür zumachen. Damit keine Ratte rauskommt, ne? Oh, richtig. Es ist immer sinnvoll, alleine in dieser Villa da zu sein. Ratte. Versucht Kjell anzugreifen mit einer 2, sieht gut aus. Du bist Mistvieh. Okay, Reaktion. Ich weiche natürlich aus. Easy peasy, gar kein Problem. Aber das schaffst du nicht. Ah doch, schade. Sag mal, können die Ratten denn irgendwem eigentlich Schaden zufügen? Mal so nebenbei? Keine Ahnung. Vielleicht durch einen kritischen Erfolg oder so. Ja, ich mache einen Schritt hier auf die tote Ratte und versuche die in der Ecke zu treffen. Nö, die Ratte hat ja Atlas schon gefressen. Genau. Die andere, die da noch in der Ecke ist, die packe ich mir jetzt. Okay. Versuche ich zumindest mal. Nee, aber auch da scheiterst du ganz einfach. Ja. Gunnar. Ja, also ich sehe schon, da sind die dann da unten noch mit den letzten beiden Ratten beschäftigt. Und dann gehe ich halt nach hier oben und denk so, die ist da gerade so schön beschäftigt. Da kriegst du bestimmt einen Bonus, wenn die da still sitzt. Und ich ziele eins. Boah, du bist bei allen am Shakern und am Handeln, ne? Mach. Er will einfach nur den Doppelkrit und sehen, wie diese Ratte explodiert. Wird das ja, gern Haus, sehen. Aber leider daneben. Ja. Die Ratte, die ist jetzt böse. Ja, jetzt pass auf, was passiert. Jetzt pass auf, was passiert. Wächst auf 2 Meter an und. Pass auf, was passiert. Ja. Die zaubert. Ach, verdammt, ey. Die nächste Ratte, die nimmt Alrigio ins Ziel. Unser verkrüppelter Tiger. Ja, also, packt wo denn verkrüppelt? Ich bin wieder völlig hergestellt. So, Wot. Ja, ich sehe die ja so schön hier. Ich würde einfach mit dem Bogen draufschießen. Es kann.
Ja, mit dem Bogen schießt du jetzt auf eine Ratte. Am besten mit einem Silberpfeil. Das ist wahrscheinlich ziemlich erschwert, oder? Wahrscheinlich, ja. Du willst doch jetzt nur angeben. Das ist ein kleines Ziel wahrscheinlich, minus 4, ne? Ja. Aber macht ja alles automatisch eigentlich. Hat er jetzt nicht gemacht. Okay, probier's. Doch klar, da minus 4 drin. Ja, der Wot ballert jetzt mit seinem Bogen auf die Ratten, aber das wird nichts. Kiel. Ja, ich bleib lieber bei meinem Dolch. Bevor ich hier noch irgendwem einen Pfeil in den Hintern schieße, dann, gucken wir mal. Diesmal muss ich aber einfach richtig treffen. Drauf da. Nee, auch du mit deinem Dolch fuchtelst da rum und haust tatsächlich daneben. Nur Atlas muss das Ding retten. Ich glaube, ich muss. Ich sehe nichts. Atlas ist weg. Weil die Tür zugemacht hast wahrscheinlich. Okay. Ich musste die kurz aufmachen wegen Atlas. Atlas? Atlas würde so zwischen denen entlang jumpen und diese Ratte da unten rechts angreifen, beißen. Dann pack sie dir. Nee, das wird nichts. Ilana. Ilana geht hier vorsichtig rein, etwas weiter hoch und feuert euch an. Du hast doch gesehen, das, Jungs. Du hast doch gesehen, wie ich mit dem Bogen dich getroffen habe. Mach's besser. Die Ratte geht wieder auf den Kiel los. Schafft sie nicht. Alregio. Ich habe ja da meinen ehernen Gegner, den ich kämpfe. Mit dem heldenhaften Atlas und jetzt trefft er, oder? Ah, die versucht auszuweichen, die Ratte. Aber Verteidigungspanzer. Hey. Das wird nichts und die ist auch weg. Gunnar. Und ein weiteres Mal daneben. Daneben? Ja. Der haut da alles kurz und klein, was er ist. Die Ratte versucht jetzt hier durch Gunnars Beine durchzulaufen. Du kriegst einen Passierschlag. Aber jetzt daneben. Triffst sie aber nicht. Würfel mal, ob du dir auf den Fuß haust. Und die Ratte haut jetzt hier nach draußen ab. Ich habe leider keinen Glückswert. Das war noch bei Cthulhu. Ja. So, Wot. Ja, ist mir jetzt, wieder jetzt in den Schlag. Das finde ich. Ja. Wow. Die Ratte weicht aus und kriecht dir ins Hosenbein, Wot, und krabbelt in deine Hose jetzt warum hoch. Krabbelt sie mir denn jetzt bitte ins Hosenbein? Das ist doch, weiß ich nicht, wie meine Eins gewesen. Zumindest hätte das nicht so einen ganz fiesen Beigeschmack. Aber doch, weil der Jack Chrome im Chat hat, sagt du nicht, dass ich das eine mega gute Idee finde. Kjell, du siehst, wie die Ratte im Hosenbein von Wot hochkrabbelt. Was machst du? Wot, zieh dich aus. Und, ich... ich greif Wot an seine Hose und versuch das Hosenbein so zuzuschnüren, dass sie nicht noch weiter hochkommt. Pack das Vieh! Ich bin also quasi an dir dran und rüttel an diesem Bein. Ja. Was macht denn Atlas? Der sieht jetzt, dass die Ratte Wots Hosenbein gerannt ist. Der Atlas rennt da hin und probiert so mit seiner Kralle so. Ja, dann kratzt man den Wot immer schön. Besser als wenn Gunnar mit der Axt kommt. Der kommt ja gleich noch. Kommt ja da hingerannt. Hat die aber gescheitert. Gut, der Wot zuckt immer weg, wo Atlas nach ihm haut. Ilana, was machst du? Du siehst, dass Atlas auf Wot losgeht. Ilana ist total überfordert und extrem angeekelt und springt auf diesen Tisch. Ih, eine Maus! Ich habe richtig Bewegung in der Hose.
Die Ratte, ich muss ja mal ein bisschen auseinanderziehen hier. Die Ratte beißt den Wot. Ach, guck mal. Und da du... Genau. Damage minus 1. Weil ja die Rüstung mitgewertet wird. Ich frage, ob er da jetzt im Hosenbein eine Rüstung hat. Ja, das wollte ich auch meinen. Also das ist ja nee, aber der hat doch abgezogen, oder nicht? Der müsste abgezogen haben, die zwei. Rüstung hat er abgezogen. Der hat 2 Punkte abgezogen, alles gut. Es tut weh. Es tut einfach weh. Der bei, die beißt dir ins Bein, ne? Genau. Gut, dann ist Alrigio dran. Ja. Arrigo macht den Schritt nach vorne auf Wut zu und sagt, nicht bewegen, das treffe ich nicht. Und schlägt zu. Was machst du? Du schlägst zu? Ja, sicher. Boah, ich hab die 20 schon gesehen, ey. Muss den Kameraden noch helfen hier. So. Ja, dann mach mal Schaden. Warte, eine Reaktion hat sie keine. Ach nein, 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 nein. So, keine Reaktion. Im Hosenbein fest, wie will die denn ausweichen? Ja, du, womit haust du denn da jetzt gegen? Mit deinem Langschwert. Wow. Meinem Langschwert gegen sein Hosenbein. Aber mit der flachen Seite, oder? Natürlich, ich bin doch geübt in solchen Sachen. Mit der flachen Seite knallt der Alrigio dir gegens Bein. Und ich würde sagen, du ziehst ja auch mal nochmal 2 Trefferpunkte am Tod. Weil er dir da voll vor das Schienbein hämmert. Aber du merkst, dass dieses Kabel an deinem Bein aufgehört hat. Die Ratte war doch Koffer. Trotzdem. Ja, ich wollte doch sagen, die Ratte ist doch wie ein Kissen. Du drehst dir 2 Punkte ab. Der haut dir voll dagegen. Der hat die Ratte totgehauen unter deinem Bein. Hör auf zu heulen da. 2. 2. Gut. Und damit sind keine Ratten mehr übrig. Gerade. Die ist komplett weggelaufen, ne? Rio grinst sich etwas anzüglich an und sagt, nun, so brauchst du wenigstens keinen zweiten Beinamen. Der Eineiige oder so. Mir ist gerade nichts zum Spaß. Mal wieder. Ja, und ihr seht jetzt hier halt in diesem Raum, dass die Wölfe anscheinend da halt totes Nutztier und sowas reingezogen hat, ne? Ja. Wot, ich lass dann deine Hose mal los, ja? Wie du meinst? Wäre das in Ordnung für dich? Du kannst ja den einäugigen Schlangendrachen reizen, mein Lieber. Ich bin noch nicht so weit, Drachen zu töten. Erstmal muss ich hier irgendwie einen Werwolf legen. Ja, richtig so. Ja, ich gucke mir erstmal mein Bein an. Das blutet ja jetzt, das verbinde ich so ein bisschen. Und möchte das auch irgendwie einigermaßen desinfizieren. Also ich habe jetzt keinen Bock von so einem Drachen bis irgendwie so schwarzen Hodenkratz zu kriegen. Hast du denn irgendwie Alkohol oder so dabei? Ja, garantiert. Also irgendeiner hat doch garantiert Rum dabei. Oha, weiß nicht. Obwohl, am besten wäre wahrscheinlich Hexenspeichel. Ich würde mal die Hose runterziehen. Hast du den Kanal auf 80 plus gesetzt? Pass auf, ich hab eine Idee. Ich nehme etwas von Alrigios Parfum, das ist ja auch mit hohem Alkohol. Da kannst du 2 Sachen mit einem quasi erledigen. Du riechst wieder einigermaßen, beziehungsweise Parfum auf, naja, egal. Auf jeden Fall desinfiziert es. Aber injizieren Ratten nicht auch Gift, was man aussaugen muss? Das muss Kjell machen, da bin ich nicht für zuständig. Während die dabei mal hier versuchen, seinen Drachen zu beschwören, würde ich mal die Hintertür mal rausgucken, ob ich da irgendwo was sehe. Wenn ich da nicht sehe, würde ich die mal zumachen. Jo, kannst du machen. Ich gehe Richtung dieses Tisches, wo Ilana steht, würde mich so an die Stirn fassen und würde sagen, ich glaube, diese Funde hier bei mir. Und dann würde ich mir so dahin deuten. Hallo. Schlaf gut. Schön. Okay. Kann
ich mal auf Tierkunde würfeln, ob ich der Meinung bin, dass ich ihm das Gift vom Bein aussaugen müsste? Nein, musst du nicht, war ein Scherz. Okay. Ja, aber ich würde so ein, wie dieses Aua-Aua wegmachen, Kussmund-Dings machen so und dann so pusten. Und ist schon besser. Viel besser. Ja, und von mir das kriegst du echt. Komm, ich würfel da einmal drauf. Das ist okay, das gebe ich dafür aus. Ach, das ist aber lieb von dir. Wow. Da ist so viel Liebe drin. Aber auch Rotze. Das ist richtig. Nur so ist es richtig. Was ist denn jetzt? Da wird auf jeden Fall geheilt. Glaube ich. Glaubst du? Mhm. Er hält pro KR ein LEP zurück. Ach bloß, und die hält wie lange, wie viele Kampfrunden? Pro Qualitätsstufe eine Kampfrunde oder wie ist das? Wirkungsdauer, Qualitätsstufe, Kampfrunde. Okay. Und pro Kampfrunde kriegt er wie viel wieder? Ein Punkt? Ja. Dann kriegst du 3 Punkte wieder. Das ist aber lieb. Dankeschön. Danke, lieb Silana. Mir geht's schon viel, viel besser. Ja, du musst auch auf mich aufpassen. Falls heute was passiert, musst du ja fit sein. Wie immer. Wenn ihr da fertig seid, ich mach mal hier die nächste Tür auf. Nee, warte mal, erst mal hören, was da ist. Einmal horchen wenigstens. Schorsche. Ja, mach einen Wurf auf Sinneschärfe. Mach mal verdeckt ruhig, dann wisst ihr nicht, ob das stimmt, was ihr euch erzählt oder nicht. Ich würde die Tür sowieso einfach aufmachen, dann nachher sagt, ich soll nur horchen. Okay. Ich sagte nicht, dass, was danach dann passiert. Ihr hört dahinter nichts. Na, verschlossen. Verschlossen? Na. Lass mich nochmal ran, ich versuch's mal aufzumachen. Lass mich nochmal ran. Aha. Bevor wir alles kaputt schlagen. Lass mich ran da. Denn sie will ja. Ja, die Tür, du drückst die Klinke runter und öffnest sie, die geht ganz normal auf. Ach so, ja, weil ich hab erst drauf gedrückt und dann ist sie nicht aufgegangen. Da kam mal dieses Verschlossen. Ja, ich habe alles verschlossen, damit ihr nicht einfach überall so durchrennt. Ich warte doch immer extra. Ja, okay. Wir warten alle immer. Hä? Das haben wir seit Strat nicht mehr gemacht. Ihr kommt in einen Raum, der wohl früher mal die Vorratskammer gewesen sein mag. Hier stehen einige alte Vorräte, die aber schon gänzlich mit Schimmel überzogen sind und nicht mehr genießbar sind. Das Fenster in der Nordwand ist vergittert und soll anscheinend so Einbrecher fernhalten. Aber genießbar ist hier nichts mehr. Sehe ich zufällig irgendwelchen Schimmelkäse, der dann noch so, wo ich denke, vielleicht könnte er ja doch gut sein? Da ist schimmeliger Käse. Gunnar, nein. Ja, aber ich habe gehört, das soll Delikatesse sein, Schimmelkäse. Aber der Schimmel hat doch ein bisschen grün, oder? Guck doch mal genau. Wenn wir dann noch länger stehen, kommt Atlas da bestimmt gleich rein. Ich gehe doch mal wieder raus. Nee, selbst der findet das zu eklig. Dann würde ich die Türe auch wieder zumachen. So, dann haben wir jetzt noch den Raum da unten und ansonsten können wir nach oben oder in den Keller gehen. Nicht in den Keller. Dann gehen wir jetzt noch da unten den Raum kurz schnell mal durchgucken. Sag mal, Gunnar, machst du dir auch eigentlich für jeden getöteten Wolf und jede Ratte so ein Kerbinnenboot? Nee, die Axt ist doch viel zu gut dafür. Stimmt. Für einen Drachen würde ich das machen oder für einen Werwolf. Ja. Ihr kommt in den Raum und den hattet ihr ja von außen schon gesehen. Naja, aber es nur, falls nochmal, wenn wir drin sind, dass wir noch irgendwas haben. Genau, anderes. Auch der ist von 6 Säulen, wird die Decke gestützt und ihr seht aber, dass die Decke ziemlich angeschlagen aussieht und der Raum sieht aus, als wäre der Einsturz gefährdet. Die Ritterrüstungen sehen auch einsturzgefährdet aus? Die sehen ebenfalls alt und runtergekommen aus. Vielleicht sollten wir hier rausgehen. Ja. Oder ich habe vielleicht eine lustige Idee. Hat jemand ein Seil dabei? Du hast das doch. Ich habe dir das gegeben, Gunnar. Ach, ja, guck mal um deinen Hals. Wollen wir mal was Lustiges machen? Ich würde das Seil um so eine Stützpfeiler binden. Stopp.
Du machst jetzt aber nicht das, was ich denke, was du machst, Gunnar, oder? Der macht das Abrissunternehmen. Oh nein. Gunnar, nicht jeder ist so widerstandsfähig wie du. Du gehst durch den Raum und hörst halt, wie die Dielenbretter unter deinem... Ich würde ja direkt hier vorne die nehmen, ne? Direkt Gewicht, an Die hinteren sind aber nur... Also quasi... Der Bereich. Der Bereich da hinten ist einsturzgefährdet. Ja. Mach mein schönes Seil nicht kaputt. Ja, aber wenn man dir vorne die Ding wegreißt, dann müsst du doch wahrscheinlich trotzdem runterknallen, oder nicht? Müsste ich doch als Fachmann des, ne, mit Holz, der gut mit Holz umgehen kann, müsste das eigentlich wissen. Ja, mach da Seil drum. Ja, mach ich da mein Seil drum. Und dann hätte ich gerne eine Kraftaktprobe. Ja, ich würde dann den Raum erstmal verlassen. Mhm. Und würde dann mal sagen, pack mal den mit an hier. Okay. Dich oder das Seil? Das Seil, das ist ja lang genug. Ja, und die Lana wird so hinten stehen, auch so ein bisschen was von dem Seil festhalten. Verdeckt, da ist Elbow wieder gemacht. Kell, wie geht's dir eigentlich nach deinem ersten Mord von so einer Ratte? Falls du darüber reden willst, ne? Ich bin für dich da. Das ist super lieb für die Elana. Gunnar, zieht jemand mit? Nein. Ja. Nein. Dann mach auch eine Kraftaktprobe. Bescheuerte Ideen sind mein Ding. Und ich habe schon schlimmere Sachen getötet, wenn ich denn treffe. Solange Kell dabei ist, habe ich die Hoffnung, dass es nicht klappt. Gunnar ist stark genug für zwei. Das stimmt aber. Wo ist das denn? Körpertalente. Ach, bei Talente. Da. Oh. 5 Qualitätsstufen, das reicht doch bestimmt, oder? Das sind 5 Qualitätsstufen und damit reißt ihr diese Säule ein und bringt den Bereich zum Einsturz. Der knallt alles auf den Boden. Ihr seht dann halt, dass oben das Haus jetzt, da das Dach weg ist, komplett in Schieflage geht. Der Bereich hier stürzt ein. Oh. Ich würde mal nach. Oh, wir gehen besser zurück. Und würde Richtung Hintertür gehen. Sollten wir bisher unbemerkt gewesen sein, jetzt sind wir es nicht mehr. Also, ich glaube, wir waren auch vorher nicht unbemerkt. Das weiß man nicht. Jetzt auf keinen Fall. Jo. Und. Ja, dann ich ist die da alles mit zusammengebrochen mit. Und nicht mehr begehbar an dieser Stelle. Aber es geht halt nicht weiter runter. Ist denn da irgendwas Interessantes runtergefallen? Da ist von oben ist jetzt ein riesen Loch in der Decke. Da war irgendwie ein doppeltes, also ein Doppelbett und teilweise sind da Plattformen runtergekracht. Ihr seht jetzt halt nach draußen, da ist ein Loch in der Decke auch. Und da oben waren vermutlich 2 Zimmer, deren Inhalt jetzt hier in Trümmern liegt. Naja, da hätte ja auch ein Wolf sein können. Vielleicht haben wir beim nächsten, können wir beim nächsten Raum noch mal probieren. Lass uns vielleicht noch nicht so viele Räume einstürzen lassen, sonst liegen wir gleich mit drunter. Gut, dass die Handgranate noch nicht erfunden wurde. Die heilige Handgranate. Halleluja. Aber hier der Teppich, ne, der, wo Arigios gerade steht, der sieht so komisch unbenutzt aus. Ist da irgendwas drunter? Der ist relativ gut erhalten. Du schlägst ihn zur Seite, da ist aber nichts drunter. Gut. Ja, was würdet ihr sagen? Sollen wir mal nach oben oder in den Keller? Ja. Nicht in den Keller, nach oben, nach oben. Dann gehen wir nach oben. Okay. Ja, ihr geht nach oben
Eure Schritte führen euch die knarzende Treppe hoch. Der Teppich, der dort ausgelegt ist, ist halt total verkommen und gammelig. Und ja, vielleicht setzt ihr euch mal weiter, wenn er geladen hat. Ich weiß nicht, ob die anderen sonst nachrücken können. Und ihr seht, dass da oben sehr, sehr viele Spinnennetze sind. Aber wir sehen immer noch hier, wie hier vorne, so die ganzen normalen Fußspuren und auch Wolfs. Genau, richtig, ja. Also, ich kollidiere mit einer Wand. Ich auch. Warte, ich guck eben. Boot ist einfach ein Fels. Ist so. Nicht der Einzige, der es geschafft hat, hochzugehen? Gekommen. Nee, Regio auch. Irgendwas ist schwarz. Es lädt. So, jetzt müsstet ihr alle oben sein. Ja. Ich würde mal hier aus dem Fenster gucken und mein Werk hier vorne begutachten, wie das von oben aussieht. Scheiße, was ist jetzt gemacht? Hä? Ah. Ach, du bist wieder runtergegangen, oder was? Das ging nicht anders. Bock mich wieder hoch. Wartet auf mich. Ich bin Netze. Schnell wieder runter. Kannst auch alleine in den Keller gehen, Ilana. Ja. Ihr wisst doch, was beim letzten Mal passiert ist, als ich Spinnen gesehen habe. Hä? Wo sind wir denn jetzt? Oben. Aber dadurch, ich meine, so viele Spinnennetze sprechen jetzt nicht für viel Bewegung hier oben drin. Ich sehe 6 Türen, ist das richtig? Ja, da würde ich sagen, fangen wir doch an einer Seite an. Wenn ich hier aus dem Fenster gucke, ist hier vorne alles eingestürzt? Da müsstest du noch diesen weißen Strich sehen, unten rechts, da ist es eingestürzt. Ja. Genau. Aber das nimmt jetzt keiner irgendwie großartig zur Kenntnis, also dass sich da jetzt auf einmal irgendwie was tummelt oder... Nee, da scheint niemand drauf zu reagieren tatsächlich. Ich hänge mit meinem Kleid im Geländer fest, kann mir mal jemand helfen? Danke. Huna kommt helfen. Und reißt einfach das Kleid kaputt. Was? Hat mir Brot gekauft. Hör auf, das ist ein Heiligtum. Ruhe ab. Wollt ihr erst da durch die Tür gehen? Horchen wir. Ja, fangen wir beim T-Shirt an. Ihr horcht da auf der Seite. Bräuchte ich wieder eine Sinnesschärfeprobe? Jo. Wieder verdeckt, oder? Nee, kannst du auch so. Nein, schon nix. Kann es auch einfach sein, dass zufällig die Werwölfe gerade nicht zu Hause sind? Weil so viel Lärm, wie wir hier gemacht haben, dass noch nichts passiert ist. Aber hier oben ist ja auch alles verstaubt und voller Spinnenweben. Vielleicht waren die auch einfach nie oben. Na, guck doch mal hier vorne, da sind doch noch die Fußspuren. Da sind sogar noch menschliche und da sind Wolfsspuren. Oh. Aber als ich hier lang geflogen bin, war oben auf so einem Balkon ein Wolf. Na dann, 3, 2, 1, Türe auf! Mit Wucht oder was? Tür auf! Also macht ihr die mit Wucht auf? Ich glaube, Gunnar kann gar nicht normal Türen aufmachen. Okay. In dem Moment, wo ihr die Türen aufknallt, kommt hier plötzlich irgendetwas angerannt und springt Alrigio an. Natürlich. Vorne sitzt. Aber ich ziehe meine Waffe ja schnell. Das ist gar kein Problem. Ich denke mal, wahrscheinlich habt ihr die auch in der Hand gehabt, ne? Ja. Ich würde jetzt nicht irgendwo hochgehen, wo wir nichts sehen und meine Waffe weglegen. Ja. Aber wir wollen doch sowieso alles abschacken, was direkt in unsere Nähe kommt. So, das ist die Ini für die nächste Runde. Der Wolf hat jetzt aber den ersten Angriff. Aber der Alrigio ist ja vorgewarnt und ist darauf vorbereitet. Vot! Ist als erster dran. Dann schieße ich. Ja, du ziehst deinen Bogen, zielst und schießt auf den Wolf. Würde ich dir aber einen Modifikator von -2 geben, weil die anderen da im Weg sind. Echt?
Ja, natürlich. Du kannst ja jetzt, du musst ja jetzt in den Kampf reinschießen. Also muss ich jetzt oben bei dem Modifikator mit -2 eingeben. Okay. Na, mal gucken, was passiert. Der Wolf sieht den Pfeil nicht kommen, weicht nicht aus und bekommt den Pfeil komplett ab. Der ist so geschockt, dass er abhauen will. Das würde Alrigio einen Gelegenheitsangriff geben. Nein, wird nix. Damit haut der Wolf ab nach oben. Brennt hoch aufs Dach. Was macht ihr? Naja, erstmal Stellung beziehen. Kjell wäre an der Reihe. Ich würde erstmal nachrücken, natürlich. Tja. Was sollen wir sonst großartig tun? Sollen wir hinterherren? Geht das da nach oben? Oder da geht's nach oben, ja. Ja, ich würde mir das sparen, da hinterher zu rennen. Ich bleib hier. Gut, was macht Ilana? Ja, Ilana wird da, glaube ich, mal beim Fenster. Ist das ein Fenster oder ist das eine Tür? Das ist ein Fenster und daneben sind Türen. Eine doppelflügige. Ja, Ilana wird mal bei der Tür gucken. Okay, du kannst die Tür öffnen und kommst da halt auf so einen Wehrgang, wo du auch nach unten gucken kannst. Der geht halt da an dieser Stelle um das Haus rum. Ja, erstmal frische Luft schnappen. Okay. Möchtest du dich da noch weiter bewegen? Ja, auf vielleicht würde ich hier noch raus. Ich da mal umgucken. Okay. Ja, du kannst halt nach unten sehen und siehst halt, dass der Wehrgang in beide Richtungen rumgeht, aber auf der einen Seite ist er halt vollständig eingestürzt, ne? Mhm. Durch Gunnars Aktion. Mhm. Alrigio. Was sind diese roten Teile, die da... Das sind Vorhänge. Würde ich mal hier den Vorhang wegziehen, an dem ich stehe. Den, an dem Kjeld steht? Ja, du kommst da in den Bereich, du siehst halt links einen Raum, in dem zertrümmerte Möbelstücke liegen und rechts ist eine verschlossene Tür. Ich erstmal da lauschen. Okay, dann mach einen Wurf auf Sinneschärfe. Du hörst dahinter nichts. Das ist richtig. Ja, und siehst da in ein altes Bad. Oben ist so ein alter Ofen, mit dem vermutlich das Badewasser heiß gemacht wurde. Dann stehen da also so ein Schränkchen mit verschiedenen Parfums und Badezusätzen. Und unten ist halt so eine Badewanne. Die Parfums interessieren mich natürlich. Die gehe ich einmal durch. Ja, du guckst dir dazu alles an, was da so bei ist, aber ja, das meiste ist halt schon umgekippt, ne? Ja, komme ich enttäuscht wieder raus. Okay, gut. Ja. Dann würde ich sagen, Gunnar, was machst du? Ich halte mal noch die Tür hier fest und... Oder ich den Treppenaufgang. Und ihr guckt euch mal so lange hier noch unten um. Und wenn was runterkommt, hat das kleine Kopf weniger. Okay, gut.
Dann beende ich den Kampf hier an dieser Stelle. Ich wollte nicht raus. Ich gucke nicht. Ich wollte nur an der Tür stehen bleiben. Muss ich ruhig sitzen. Hast du schon gemacht? Ja. Jetzt hänge ich aber hier. Das ist ja nicht schlimm. Ja. So, ja, was macht ihr? Im Süden ist noch dieser Vorhang, um den sich noch niemand gekümmert hat. Da hängt halt, hängen rechts und links Laternen. Ja, mach mal auf. Du ziehst diesen Vorhang zur Seite. Dahinter sind zwei Türen. Es wird gerade dunkler geworden. Ja, habe ich auch gedacht. Ich dachte erst im Moment, scheiße. Ja, ich auch. Vampire Moment. So, ne? Ich bin Strat. Man kann da draußen auch über so einen Balkon lang gehen. Wir können auch die Fackeln anmachen. Oder die Laternen. Wir können auch die ganze Scheißbude anzünden, wenn wir sie schon abreißen. Das können wir zum Schluss machen. Ja, dahinter ist halt eine doppelflügige Tür. Oh. Du öffnest diese Tür und du siehst darin ein Wolf mit roten Augen. Ich hab dazu eigentlich auch ein Bild, warte mal. Siehst darin diesen Typen. Warum bin ich denn daher gelaufen? So dumm. Der sitzt halt auf seinem Bett und vor dem Bett liegt halt ein riesiger Wolf mit rotglühenden Augen und er guckt halt so halb irritiert nach oben und schaut jetzt, wer da reinkommt. Seid ihr? Hat der die Kleidung, die der da anhat, ist das irgendwie erkennbar, ob das irgendwie auffallend, irgendwie, ich denke an den Bornbeweiden, ob der das sein könnte? Der hat keine Priestergewände an. Nee. Wer seid ihr? Und der Wolf steht halt auf und guckt euch bedrohlich an und knurrt. Ich würde so von hinten rufen, Gunnar! Und du? Ich bin Kragun. Würde halt dann auch nicht Kopfschmerzen. Der Knecht Kragun ist doch auch einer von den Verschwundenen. Was macht ihr hier? Ihr seht nicht gesund aus. Er hat mich hier hingebracht. Welcher Mensch hält sich ein solches Monstrum neben sich? Der Wolf baut sich auf und guckt dich bedrohlich an. Oder wenn ich denke, der würde angreifen, würde ich direkt mit der Axt auf den draufhauen, ne? Also die hängt schon wirklich so und so. Ja. Du machst dich fertig. Aber zu ist ein normaler Wolf? Ja. Nee, das sieht nicht nach einem normalen Wolf aus. Okay, deswegen habe ich nur gefragt wegen dem Bild. Dann. Welchen Namen hatte der jetzt gesagt? Kragun. Kragun. Das ist einer von den Vermissten. Nein, den Namen haben wir doch schon mal gehört. Bin ich Und das Ding da sieht aus wie ein Werwolf. Da würde ich wahrscheinlich aus Angst, Panik, vor, dass Rot angegriffen wird, würde ich dieses Zeug da reinwerfen. Die sind ja jetzt noch nicht angestürzt. Die hätten sich ja schon direkt auf uns gestürzt, wenn wir uns beide zusammen sind. Was wirst du da jetzt für ein Pulver rein? Dieses ein Feuer werfen. Glaube ich. Das ist schon Feuer. Ja, okay, dann. Wirf mal nichts rein. Wir haben auch einfach kein Feuer. Ihr habt mir das gegeben, ich hab nicht mal Feuer. Sinnfrei. Okay. Rot, komm mal, ihr seht krank aus. Es geht mir nicht gut. Da haut's euch glatt raus, was?
Toll, ja, Wund hat sich mal wieder verpisst. War ja klar, dass du mich hier alleine lässt. Und springt aus dem Fenster. Wenn ihr so freundlich seid, wir haben die Möglichkeit, euch zu heilen. Aber wir müssten euch festbinden. Was? Ist der denn überhaupt schon verwandelt? Der sieht halt, also der hat halt schon so teilweise Fellstücke auf der Haut und auch in irgendwie einem seltsam verformten Kiefer. Also so richtig menschlich sieht er halt nicht mehr aus. Aber er ist jetzt halt auch nicht im Werwolf verwandelt gerade. Ne? Herr, was liegt ein Werwolf vor dem? Ja, aber wir haben ja quasi nur eine Möglichkeit, jemanden zu heilen. Fell, würfel mal auf Tierkunde. Ja. Das ist geil, wenn mal halt ein Wurf gut wäre. Du weißt es, dass vor ihm ein Blutwolf ist. Also kein Werwolf. Okay, keine Panik, Leute. Das ist überhaupt kein Werwolf. Das ist ein Blutwolf. Ach, ja dann. Aber dann ist es zumindest nicht der verwandelte Werwolf oder einer von denen. Was sehen Blutwölfe aus? Ja, die sind natürlich stärker. Typisch größer und stärker, aber halt natürlich eben... Natürlich im Ursprungs. Genau. Ihr seid ein Knecht, nicht wahr? Diese Schmerzen. Ilana wird ihre Brille anziehen. Ihr merkt, dass der Wolf deutlich nervöser wird. Wo ist denn der Bogenpriester? Ich würde mal so langsam versuchen, wobei ich glaube, das würde ich nicht machen können. Aus der Tasche so irgendwie sowas Fleischmäßiges rauszuholen, was ich dem hinwerfen kann. Ich glaube nicht, dass ich das machen könnte, oder? Bitte was? Irgendwas rationsmäßig, Fleisch, Trockenfleisch oder sowas rausholen und den Hund dahin werfen. Oder dem Wolf. Du wirfst dem da. Hast du den Trockenfleisch? Rationen. Also ich denke mal, Rationen sind Trockenfleisch und irgendwelches Hartbrot wahrscheinlich. Ja, der reagiert da nicht drauf. Ich würde gerne super verschmitzt und süß durch meine Brille diesen Typen angucken. Also, und so hypnoseblickmäßig. Das, was du jetzt wirklich willst, mein Lieber, ist mir jeden Wunsch zu erfüllen. Wurde der Wolf geht hier rum, wenn du da tatsächlich stehst, und würde sich hier vor dir aufbauen. Und es sieht so aus, als wenn er dich aus dem Raum haben möchte. Ja, aber kann ich trotzdem zaubern? Ja. Ja, ist okay. Rot, komm einen Schritt zurück. Was? Keine Streicheleinheiten vom Freund? Wie heißt euer Tier? Moment, ich muss mich jetzt erstmal um Ilanas Zauber kümmern. Große Gier. Ja, jeder will Ilanas Wünsche erfüllen. Alle. Wem tippst du denn auf die Stirn? Muss ich den antippen? Ja. Dann würde ich probieren, den Typen. Lass doch mal den Atlas reinlaufen. Du dich dem Typen näherst, geht der Wolf auf dich los. Kann ich ihn dann direkt angreifen? Das kannst du gerne machen. Ich will den eigentlich nur verteidigen. Das ist ein Kampf, den wir nicht hätten führen müssen, glaube ich. Ja, aber ehe der Wolf Ilana angreift, haue ich lieber dem Wolf eine rein. Ich will ihm ja auch nichts Böses. Ja, das weiß der ja nicht. Ja, wieso sind hier alle so verklemmt? Der weicht dir aus, rennt auf Ilana zu und versucht, sie zu beißen. Und das würde gelingen, wenn Ilana nicht ausweicht.
würfelst du denn? Hast du deine Würfe verdeckt? Oh, ja. Und er beißt dich krass. Und du schreist auf. Und macht der Rest vom Schützen fest. Draufschlagen. Ja. Okay, dann geht der Kampf jetzt los. Dann würde ich alle einmal mit reinnehmen. Hat der Zauber denn trotzdem funktioniert von Ilana? Nein, der wurde jetzt unterbrochen quasi. Konnte ihn ja gar nicht machen, weil ich den berühren musste, was ich vorher nicht wusste. Genau. Ja. Okay. Starten. Und dann wäre der Wolf direkt am Anfang der Runde nochmal dran. Initiative würfeln, oder? Achso, ja. Ja, hast du recht. Entschuldigung. Dann ist der Typ, der Kagun, als erstes dran. Der wird nervös und guckt dir. Kein Stress, kein Stress. Wot. Kein Stress, Reiter. Jo. Zieh deine Bestie zurück. Bin da nicht mit drin. Du bist nicht drin? Nö. Ich würde ihn nochmal zuschreien. Zieh deine Bestie zurück. Gut, das wäre dann deine Aktion, Ilana. Dann. Ilana ist sehr rachsüchtig, ne? Ihre volle Wut richtet sich jetzt gegen diesen verkackten Blutwolf, dieses Drecksvieh, was sie berührt hat. Und würde was zaubern. Auf den drauf. Ja, was? Warte. Was macht der Zauber? Das wäre gut, wenn du das... Der macht einen Windstoß gegen den. So, also meine Haare werden so nach schön nach vorne geweht und gegen ihn getroffen. Und das, genau, er schafft einen stürmischen Wind gegen dieses Ziel, was dann, wer beim Ziel 1W6 plus QSTP und den Status liegend verursacht. Ja, aber leider schaffst du die Probe nicht. Und... Aber da steht der Zauberspruch, trifft sein Ziel automatisch. Ja, aber du musst ja den Zauber erstmal schaffen und den hast du nicht geschafft. Okay. Okay. Und deine Konzentration reicht halt gerade nicht aus. Mhm. Und der Wolf versucht weiter, dich umzubringen. Ja, dann würde ich noch rufen: Boot, Hilfe! Du hast eine Reaktion, du kannst ausweichen. Ode ist schon wieder abgehauen. Ja, war klar. Er gewinnt. Und er beißt dich wieder. Kiel. Ja, der Wolf lässt uns ja keine andere Wahl. Habe ich trotz Gunnar einigermaßen freies Schussfeld mit meinem Bogen? Du könntest dich durchdrängeln und in den Raum gehen. Das würde ich dann tun. Bin ich dann hinter dem Wolf? Oder? Du kannst dich... Hier, wenn du da durchgehst, kriegst du einen Passierschlag, wenn du jetzt weitergehst. Wenn du in den Nahkampf gehst, nicht. Ja. Irgendwie habe ich ein Problem mit dem Browser. Tut mir leid. Ich weiß nicht, ja, warum. Reiner Zufall, dass du mir nicht zurückbekommst. Schon gut. Das soll schon passieren. Ja, dann wird's da der erste Dolch. Hast du kein Schwert oder so? Nee, silberner Dolch und versilberter Dolch. Ja. Na dann. Am Ziel wäre natürlich super. Oh. Wow. So, du stolperst und kriegst beim nächsten Mal einen Modifikator von minus 2. Kann ich einen Schicksalspunkt ausgeben? Kannst du machen, um ihn zu ignorieren, ja. Das werde ich machen. Gunnar, dann bist du dran. Ja, der erste hat zwar nicht geklappt, aber der zweite, der wird klappen.
komme, was da wolle. Dann würde ich jetzt mal den Reroll ausgeben wollen. Okay. Und der zweite. Hast du gemacht? Hattest du ihn nicht im Target oder was? Anscheinend nicht. Aber 8 Schaden. Wenn er nicht ausweichen kann. Oder hat er schon mal ausgewichen? Ne, er hat noch nicht ausgewichen, die Runde. Oder doch, oder? Weiß ich nicht. Er ist noch nicht ausgewichen, ne? Das hat er geschafft. Kann ich einen Schicksalspunkt ausgeben, dass der nicht ausweichen kann? Nein, kannst du nicht. Was ist das denn für ein Schicksal hier? Alrigio. Ja, ich versuche mich da zwischen ihn und Ilana zu bringen und würde dann auch zuschlagen. Zwischen Ilana kommst du nicht. Da ist kein Platz. Du kannst aber von der Stelle aus angreifen. Ja. Okay. Versuch's direkt mal mit dem Wuchtschlag. Das kannst du machen. Ja. Jawohl. Der kann nicht mehr. Okay. Oder? War da nicht irgendwie so, dass Gegner nicht nur einmal ausweichen dürfen? Ja, ich verstehe nur nicht, dass der mir das nicht anzeigt. Das finde ich ein bisschen komisch. Das finde ich doof. Weil er hatte nämlich nicht Rot schon draufgeschlagen und Ilana und Kjell und bei keinem. Nee, die haben alle nicht geschafft. So, und damit, den Wuchtschlag hat er aber automatisch genommen, oder was? Hoffe ich doch. Wuchtschlag, minus 2. Der mit 13. Ja, ach da. Sieht gut aus. Jo, du knallst ihm voll den Wuchtschlag rein und triffst auch arg, er ist arg angeschlagen dadurch. Jo, der Typ auf der Couch wieder, ihr seht, wie sich plötzlich der verkrampft und fällt, sprießt und der sich irgendwie langsam verwandelt. Rot. Ja. Geht jetzt nicht mehr. Was geht nicht mehr? Ich rede jetzt nicht mehr. Gerade habe ich noch versucht, irgendwie zu deeskalieren und so weiter. Das war alles nicht so ganz so. Cool. Ich hau da jetzt auch drauf, das kann ich wenigstens. Das hilft auch viel. So. Erster Schlag. Und nochmal nach, würde ich sagen. Direkt drauf. Der versucht auszuweichen. Also auch versuchen. Schafft er aber nicht. Ich dreh die Klinge. Drehst du die Klinge? Ja, klar. Okay. Oh, Scheiße. Und der zweite hinterher. Maschine! Ich bin ein Mähdrescher! Und du legst die zweite Klinge in ihn und streckst ihn tatsächlich nieder. So sieht das aus. Und der Typ verwandelt sich. Drecksarbeit war ja schon gemacht. Ilana, was machst du? Ich probiere jetzt nochmal zu zaubern, den mit meinem Wind wegzuschleudern. Kann ich ja für einen Schicksalspunkt? Geht was? Du kannst einen Schicksalspunkt ausgeben und neu würfeln. Mach ich. Man kann auch, glaube ich, Würfel stehen lassen oder sowas, ne? Du kannst dabei auch Würfel stehen lassen, ja. Oh. Hab schon was Gutes gewürfelt, wahrscheinlich. Da musst du, warte mal, du musst dann klicken, musst rechts klicken und dann Wurf wiederholen, ein Chip. Also du klickst auf den Zauber im Chat rechts und dann auf Wurf wiederholen einen Chip und dann kannst du sagen, welcher stehen gelassen werden soll. Also die 5 zum Beispiel wird ja wahrscheinlich gepackt haben. Ja. Und 13? Das weiß ich nicht. Da. Hi. Auch das bringt leider rein gar nichts. Ilana fängt an zu weinen. Kjell. Ja, ich rufe einmal in die Runde. Sollen wir den jetzt retten mit dem Mengbila? Oder sollen wir ihn aufsparen? Auf gar keinen Fall. Nein, warte. Und ich würde, wenn er nicht instand haben würde, würde ich das Seil nehmen und ihn versuchen, irgendwie am Bett festzubinden. Wenn der Kjell jetzt dran ist oder wartet, dann wärst du jetzt dran. Ich würde halt, wie gesagt, in die Runde fragen. Wenn das eine Aktion ist, dann wär's das. Ja, okay, Gunnar.
Dann würde ich das pinke Seil, was in der Silberquelle getaucht ist, und würde dann mit dann auf den Typen draufgehen und den versuchen. Dann machst du bitte eine Kraftakt-Vergleichsprobe. Also muss mich ins Target nehmen, glaube ich. Ja, Kraftakt. Dann Kraftakt, dann Vergleichsprobe. Und. Du gewinnst gegen ihn und kannst ihn halt runterdrücken. Ja, und dann würde ich ihn halt mit dem Seil dann halt versuchen festzubinden. Jo. Und du bindest ihn fest. Hilft da jemand mit oder Alrigio? Ja, klar. Gut. Du wärst dann da auch mit beschäftigt. Der verwandelt sich weiter und ist da auf seinem Bett am Schreien. Du siehst halt, wie die Muskeln immer mehr durchdrücken, während ihr ihn da festbindet. Aber es ist jetzt nicht irgendwie Vollmond draußen, oder? Nee. Kann man denn abschätzen, dass das Seil halten würde? Das hohe Qualität, natürlich hält das. Das ist ja noch in der Silberquelle getrunken worden, ne? Das ist ja... Und das Pink. Pink, ja. Das Pink ist richtig. Also der ist jetzt fixiert auf dem Bett und verwandelt sich gerade in eine blutrünstige Werwolf-Kreatur. Genau. Ja. Aber der war Kann man ihm noch den Mund zubinden mit so einem Stück vom Seil? Also ich meine, was habt ihr überhaupt vor mit dem? Den müssen wir doch nicht retten. Einfach mit der Silberklinge erledigen eben. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Einfach in den Hals rein, solange ihr da noch liegt. Du hast ja, den Kampf. Das war ja trotzdem unschuldiger. Ja, ist ja Regio egal. Wenn der sich da verwandelt, dann macht er da kurz einen Prozess. Aber wenn, kann man den Mund zubinden, so richtig Maulkorb? Was hast du vor? Ist am Ziehen und am Zergeln und du siehst, wie halt das Seil schubbert und langsam kaputt geht an den Seilen. Ich würde gerne das tun, was ich gesagt habe. Ja, Rot, ich nehme auch. Ich nehme die beiden Rapiere und ramme sie in den Hals rein. Sehr gut. Okay, mach das. Was muss ich da machen? Die Attacke musst du ja dann eigentlich gar nicht würfeln. Dann kannst du eigentlich direkt Schaden machen. Okay. Silbert macht doppelt Schaden auf Werwölfe, hast du, glaube ich, mal gesagt, ne? Ja. Genau. Wie mache ich das? Nimm ihn ins Ziel. Ja. Warte mal. Und dann machst du deinen Charakterbogen auf und bei Kampf drückst du direkt hinten auf den Schaden. Ach da, okay. Ich drehe die Klinge. Na, Moment, jetzt lass mich erstmal gucken. So. Müssten das jetzt gewinnt. Ne? Was hast du denn jetzt für eine Waffe genommen? Das Rapier. Wobei das natürlich. Also, wenn ich dir wirklich was in den Hals rein. 1W6 plus 3. Was hast du gewürfelt? Eine 1. Eine 1. Okay. Es sind dann 8 Schadenspunkte. Nee, ich drehe die Klinge. Dann sind es nochmal 4 dazu. Ja. Und jetzt kommt die zweite. Alles klar. Sind wir bei 3 plus 3, sind wir bei 6, sind wir bei 8, sind wir bei 16. Warte mal, das sind 6. Klinge. 12, 13, 14, 15, 16, minus 4 sind 12. Minus 4? Rüstung. Ja. 8. Ja, der schreit mit den Klingen im Hals. Dann wäre Ilana dran. Ja, Ilana, schmeiß ich auch auf den drauf und... Kipp das Wasser, wir haben doch das Wasser. Das funktioniert nur mit Feuer, hat man mir gesagt. Nee, das Wasser funktioniert nicht. Das Silberwasser. Das haben wir doch von der Quelle da extra geholt. Kipp ihm Wasser da in die Wunde. Ja. Ja,
Aber ich habe keins, tatsächlich. Jeder hat ein Fläschchen genommen. Jeder hat ein Fläschchen gekriegt. Zwei sogar. Ist vielleicht nicht drin, kannst du aber sagen, und dann okay. Ist das so. Ja. Ja, genau, jeder hatte zwei Fläschchen. Du schüttest das Wasser auf ihn drauf. Eine reelle, sehbare Reaktion findet aber tatsächlich nicht statt. Gell? Ja, dann würde ich mich ganz gerne an den hier vorbeiquetschen und meinen Dolch in den Werwolf ran. Wenn da alle drauf eindreschen, dann... Da hier der Wut steht, da die Lana, du könntest von hier noch irgendwie auf die Beine hacken oder so. Dann gib mir Werwolffüße, da hab ich Bock drauf. Okay. Einmal rein da. Ja, dann darfst du auch direkt den Schaden machen. Ja. Auf die Kampf. Und dann auf den Schaden. Eine 3. Ja, dann aber sind hier 5 Schaden. 5 Schaden, also 10 Schaden. Pass auf, lass mich mal eben was probieren, bitte. Ja. Mal 2 geht nicht, ne? Okay, schade. 6 Schaden dann, ne? Also 3 plus 2 ist das, sind 5. Sind 10 minus 4 ist 6, ja. Ja, der ist am Brüllen und ist jetzt gleich auch komplett verwandelt. Gunnar. Da hat mir wieder die Ehre, dann bin ich der wirklich da der erste Werwolf-Töter, ne? Tut mir leid, mein Freund. Und ramm ihm dann meine Axt. Also ich bin ja mit ihm auf dem Bett und ramm ihm dann halt wirklich die Axt in den Kopf rein. Jo. Jo. Du rammst ihm die Axt in den Schädel. Das sind 7, 14, minus 4 sind 10 Trefferpunkte. Und damit ist der Werwolf Geschichte und liegt tot im Bett. Lohnt sich nicht mehr. Und seid ihr jetzt stolz? Noch nicht so ganz. Verwandelt er sich denn weiter oder verwandelt er sich zurück oder ist er so nee, noch... Nee, der verwandelt sich jetzt zurück und sieht halt wieder menschenhaft aus. Ja, sieht dann halt würde ich Mensch. Die Augen zumachen und irgendwie so eine Decke über ihn drüber werfen und ja, noch so ein kleines Gebet an die Götter schicken. Ja. Vielleicht können wir den Kopf des Blutwolfes den Leuten als Werwolfkopf verkaufen. Wir wären immerhin 250 Dukaten wert. Die ja. Werwölfe. Aber wenn das jemand rauskriegt oder jemand Ahnung hat, dann werden wir für Betrüger gehalten. Was machen wir jetzt? Dann kriegen wir nie unser Geld. Wenn die Leute sich einfach zurückverwandeln, wenn sie sterben. Da haben wir irgendwie die Erfahrung, dass wenn man sich das Blut in dem Sinne sich angucken würde, dass man da halt die Lycanthropie drin erkennen würde? Oder weiß ich nicht, ob ihr da Erfahrung habt. Bitte? Weiß ich nicht, ob ihr da Erfahrung habt. Ist wieder dunkler geworden. Wir wissen ja auch gar nicht, ob das der einzige Werwolf jetzt in dem Haus war, ne? Ja. Also bestimmt noch was kommt. Das wissen wir, dass das nicht der einzige ist, glaube ich. Ich würde dann jetzt mal hier rausgehen und mal gucken. Hier sind hier überall noch Fackeln. Kann man die anmachen? Also könnte man die anzünden, dass man Licht hat? Die könnte man rein theoretisch, denke ich, ja, die kann ich anzünden. Dass wir halt nicht ganz im Dunkeln sind, weil ich kann zwar im Dunkeln sehen, die anderen aber jetzt nicht so wirklich, ne? Ja. Ist jetzt dunkel geworden. Gute Nacht. Ilana, wollt ihr nicht die Salbe benutzen? Die ist doch nur von dem Bluthund angegriffen worden. Okay. Ja. Aber vielleicht solltet ihr einen Heiltrank trinken. Ja. Ich würde die Truhe öffnen. Die Truhe, da muss ich mal gucken, was da drin ist. Ich halte hier draußen noch Wache, ne? Also, dass uns nichts irgendwie in den Rücken fällt. Ich würde gerne einen von meinen Heiltränken nehmen. Und würde mir eine Kerbe in meine Axt reinsetzen.
In der Truhe ist nichts drin, die ist leer. Boah, echt? Ich weiß aber nicht, wie man das benutzt. Unterm Bett irgendwas? Nee, auch nicht. Da oben ist auch ganz viele Hundehaare. Bitte? Da oben ist ja auch noch eine Truhe unter Ilana. Unter Ilana? Nee, die sind beide leer. Achso, die sind beide leer. Ja. Gunnar, Werwolfstöter. Jetzt bin ich voller Blut. Ich will einfach nur nach Hause. Ilana, vielleicht solltest du einen dieser Tränke hier trinken. Ja, das habe ich probiert. Habe ich gerade eben gefragt. Ich weiß aber nicht, wie. Geht nicht. Jetzt werde ich ja noch krank. Ich werde schon noch zum Werwolf. Scheiße. wie kann ich denn, Micha, wie kann ich so einen Heiltrank nehmen? Ich weiß nicht, wie ich das mache. ND6+2, ne? Ich denke, warte mal, muss ich mal eben selber gucken. Achso, ich kann ihn nicht nochmal anklicken. Ausrüstung und dann gehst du auf den Heiltrank. Ja, dann. Da vorne oder hinten. Effekt. Aber geht irgendwie nicht, ne? Ach, warte mal, du kannst, glaube ich, über deine Leiste unten gehen. Wenn du deinen Token angeklickt hast, dann ist unten die Leiste. Unten links. Ja. Wo diese ganzen Icons drin sind. Da ist auch der Heiltrank. Und wenn du da drauf klickst, könnte ich mir vorstellen, dass dann irgendwas passiert. Ja, hat geklappt. Nice. Okay. Auch geheilt direkt. Ach, guck mal, wenn du jetzt nicht 100 Dukaten ausgegeben hättest, hättest du dir noch 3 Heiltränke gekauft oder 4, dann wäre das ganz entspannt. Ja, ich würde einen meiner Heiltränke nochmal rüberreichen für Ilana, die sieht ja immer noch angeschlagen aus. Ich habe selber auch noch einen dabei, kann den auch noch nehmen. Ja, aber dann hat jeder einen irgendwie so. Der Gunnar will den Gentleman machen und noch einen Heiltrank abgeben. Geben. Warte. Ausrüstung. Heiltrank, wo ist er? Ich habe mir schon einen abgezogen. Okay. Dann brauche ich aber Ilana nur einen dazu machen, ne? Ja, oder halt direkt benutzen. Ich weiß nicht, ob sie den direkt benutzen möchte. Musst du wissen, Ilana. Mhm. Sollen wir dann eine von den leeren Heiltrankflaschen nehmen und ein bisschen Blut mitnehmen oder sparen wir uns das? Was sollten wir mitnehmen, ja. Ja. Vielleicht kann ein Alchemist oder der jemand, ja natürlich, unser Freund, der Apothekarius. Und womit wollt ihr jetzt Blut von einem Toten abfüllen? Wenn da durch die ganzen Wunden nicht genug ausgetreten ist, dann fange ich jetzt nicht an dem rumzuschneiden. So. Blatt steht ohne Ende. Nein, ich stelle es mir nur schwer vor, das abzufüllen in eine Flasche. Tropfen reichen halt nicht mehr. Ja, okay, wenn es nur ein paar Tropfen sind, dann geht das natürlich. Also ich wollte jetzt keine Flasche voll machen. Ja, okay. Na dann. Aber habt ihr gesehen, das Silberwasser? Anscheinend bringt das doch nicht so viel, wie wir gedacht haben. Oder das bringt es erst, wenn er vollständig verwandelt ist. Oder nur gegen den Großen. Naja. Vielleicht, ich würde mal an ein Fenster hier rausgehen. Oder auch mal gucken und mich mal in den Nachthimmel gucken. Wie Ilanas Kleidern und sage, es tut mir leid, Schätzchen, aber diese Blutflecken wirst du nicht mehr herausbekommen. Was würde ich denn schätzen, wie viel Uhr wir haben? Ja, es ist ja herbstlich, von daher muss es ja gar nicht so spät sein, aber es ist halt, mittlerweile hat die Dämmerung eingesetzt. Also so Richtung 18, 19 Uhr. Genau. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen was beeilen, wenn wir ja noch das Haus zu Ende durchsuchen wollen. Würde dann meine Axt nehmen und dann die Treppe hochgehen wollen. Ja, dann gehe die Treppe hoch. Da ist auch der Wolf hingerannt, ne? Genau, da ist der Wolf hingerannt, richtig.
Ja, dann folgen wir doch mal dem Werwolftöter. Siehst du viel mehr mit Nachtsicht? Also ich sehe bis hier vorne. Ich weiß aber nicht, ob das die Nachtsicht jetzt irgendwie richtig eingetragen ist oder ob das wieder... Ihr habt 2 Meter Sicht im Dunkeln. Die Nachtsicht, die bringt dir ja nicht wirklich eine Sicht im Dunkeln, sondern die macht dir... Es gibt mal. Wesen, auf deren die trotz wenig Licht so gut sehen, wie können wir am Tag. Dunkelsicht heißt die. Ja, Dunkelsicht, ich frag, weil ich habe Katzenaugen. Also ich kann, laut dem Ding kann ich, also Flavortextmäßig kann ich eigentlich genauso gut sehen und ich bekomme keine Erschwernisse. Gesenkt werden die Erschwernisse. Also wenn Dunkelheit 2 ist, hast du die Erschwernisse von Dunkelheit 1. Ja, und wenn 1, dann habe ich halt gar keine Erschwernisse. Okay, dann mache ich deine Sicht etwas weiter. Warte, Gunnar. Sicht. Was hast du, Ilana? Ich kann bei Dunkelheit genauso gut sehen wie eine Katz. Ja? Das ist wahrscheinlich genau das gleiche wie bei mir, halt nur über einen anderen Effekt. Die Laterne, die ich jetzt... Okay, nee, dann würde ich die Laterne nicht weitergeben und würde auf die Wölfe losstürmen. Bin immer noch nicht oben angekommen irgendwie. Bist du denn die Treppe hochgegangen? Du bist aber hier. Ich bin die Treppe. Jetzt geht's, wo Ilana hochgegangen ist. Da. Vielleicht wollte er noch warten. Danke. So, Ilana dürfte jetzt auch weiter sehen können. Genau. Ja, und ihr hört da in der Dunkelheit halt die Wölfe lauern, die schon auf euch warten. Aber eigentlich müssen wir die doch trotzdem komplett sehen, auch ohne jetzt Dunkelsicht oder sowas zu haben. Wir stehen jetzt gerade, oder ist das hier gerade noch kein Dach, sondern das sieht ja gerade so. Halten Rollenspiel, ne? Und keine komplette Simulation, wo alles jetzt möglich ist, und daher habe ich den anderen jetzt in Dunkelheit 2 Meter Sicht gegeben, und wenn die mehr sehen möchten, müssen sie sich eine Laterne anmachen. Stichwort fantastischer Realismus, da müsste ja eigentlich aber auch die Netzhaut der Wölfe das reflektieren, das Licht. So, Wot ist an der Reihe. Wird einfach überhört, also, okay. Ich seh die Wölfe aber auch noch nicht, ne? Ja, aber du hörst sie ja da, und Gunnar sagt ja schon, dass da was kommt. Ja, dann... will ich mich in die Richtung bewegen und dem auf die Fresse schlagen. Okay. Dann nimm ihn ins Target und greif ihn an. Mach ihn vor. Bam. Nummer 1. Der versucht auszuweichen, schafft es aber nicht. Ich drehe die Klinge. Jo. Bam, Nummer 2. Ausweichen kann er nicht. Ja, so nämlich. Und ich drehe die Klinge. Und er ist tot. Ilana. Ich probiere das jetzt nochmal mit meinem blöden Wind. Ich gehe so nach hier auf den zu und will meinen Windzauber auf den machen. Dann sprich deinen Zauber. Wieso darf ich das nicht? Nee. Hast du vielleicht Klugheit? Was ist denn das? Klugheit, Charisma, Konstitution. Hast du halt alles auch nicht... Ja, geht, aber... Konzi ist halt so 11. Darin? Nee, das stimmt. Eine 5 und eine 2. Na gut. Gut, dann ist allerdings der Wolf dran und der nimmt sich dich natürlich direkt als Ziel, weil du so nah rangekommen bist. Ich wollte den gerne vom Dach runter wehen. Da ist eine Mauer hinten.
Also da bist du jetzt ganz normal in einem Raum. Ach, draußen so ist der Gang. Aber selbst da ist halt auch so eine Wand, ne? Kiel. Ach, jetzt ralle ich das auch, okay. Ja. Du bist ja jetzt in einem Turm gerade. Weil ich nichts sehe, gehe ich hier ein Stück vor. Und die Dächer, die ihr da jetzt seht, draußen, die liegen halt tiefer, deswegen seht ihr die. Ach so. Ich würde hier hingehen. Ah, okay. Ich dachte, wir sind gerade draußen. Nee, ich hab's auch nicht gerallt. Und dann den Wolf angreifen. Okay, mach das. Das geht leider daneben. Gunnar. Ja, Gunnar wird nach hinten laufen. Den Wolf ins Target nehmen und sich denken, ein Werwolf haben wir schon. Ein normaler Wolf sollte ja kein Problem werden. Doch, aber er dachte falsch. Alregio. Ja, nur, dass die Leute alle ins Dunkel laufen und da Leute rumschreien. Ich taste mich langsam vor und sobald ich was sehe, würde ich einmal mit der Ballistina drauf schießen wollen. Ja, mach das. Ist das so eine Art Armbrust oder ist das? Das ist aber mit Kugel, genau. Das ist okay. So ein modernes. Ja. Und du triffst ihn und schießt ihm die Kugel ins Bein und der strauchelt. Und ich denke, Vought gibt ihm einfach jetzt den Endschlag. Ja, dann, wenn ich noch dran bin, wenn Gunnar mir diesmal tatsächlich was übergelassen hat und. Dann mache ich das doch gerne, dann versuche ich es mal. Mal gucken. Ja, nee, die klingt. Und damit erledigst du ihn. Und ihr steht in diesem dunklen Turm und hört den Wind pfeifen. Vought geht rüber zur Tür und öffnet sie und sieht dahinter einige Fässer, die dort gestapelt worden sind und ein zerbrochenes Regal. Das ist echt der letzte asoziale Ranzladen hier. Es gibt nichts zum Mitnehmen, nichts. Wirklich gar nichts. Irgendwie mal irgendwie eine Goldkette oder so. Aber was ist denn in den Fässern drin? Ja, das interessiert nur Gunnar. Da gibt es einen Schluck guten Weins. Nee, gut gibt es hier nicht. Alles, was hier ist, ist kaputt, verschimmelt, modrig. Aber Wein wird doch besser mit dem Alter. Ich geh da mal hin und guck mal. Was ist denn in den Fässern? Ich würde mal eine. Da war mal Wein drin, ja. Die sind aber mittlerweile leer und kaputt. Und du siehst halt so eine getrocknete Weinlache unten auf dem Boden. Traurig. Ich würde mal eine Laterne anmachen und den einen von den drei Reichen sagen, ihr seht ja gar nichts hier im Dunkeln. Benutzt doch lieber mal eure Laternen oder Fackeln. Wem gibst du eine Laterne? Alrigio hat sogar eine Laterne. Ich glaube, dem habe ich ja schon mal eine Laterne gegeben. Jetzt gebe ich schon. Eine? Ich meine, ich habe die dem letzten Mal. Du hast eine unten in der Leiste drin. Ja, dann nutze ich die doch direkt. Den Alchemisten habe ich dir eine gegeben. Klicken, ob die angeht. Auch die Öllampe oder was? Nee, Ablendlaterne. Die habe ich aber angehakt sogar. Nee, versuch mal in der Schnellleiste unten anzuklicken. Guck mal. Und dann würde ich Vought auch noch eine geben. Sieht viel freundlicher aus hier. Ja, oder nee, ich glaube, ich würde die eher Kiel geben, wenn der weiter hinten steht. Ja, ich würde sie einfach, ich würde sie nicht nehmen wollen. Also es wäre schön, wenn jemand anders sie trägt. Kiel kriegt eine, was hast du noch? Ich habe hier Laterne. Noch eine Laterne bei mir drin stehen. Ich würde hier noch mal ein bisschen was von meinem Öl voll machen. Ziehe ich mir wahrscheinlich mal irgendeine Stunde oder so ab. Jo. So, dann hat der Kiel jetzt eine Laterne. Mhm. Naja. Ui, wäre super sehr hell. Ja, dann würde ich mal hier auf den Wehrgang rausgucken. Ja, du guckst auf den Wehrgang raus und siehst, dass der hintere Bereich komplett eingestellt ist. Also da drüber ist halt so ein Dach, ne? Mhm. Dann ist halt diese Mauer ungefähr 50 cm hoch und hinten der Bereich vom Dach
ist halt eingestürzt, da wo die Bretter liegen. Da kommt man auch nicht zu der Tür durch, die dahinter ist. Ja. Dann haben wir jetzt hier alles erledigt. Das Einzige, was jetzt noch nicht erkundet ist, ist anscheinend der Keller und die Tür im Innenraum, die auf die andere Seite führt. Vielleicht können wir unten im Flur auch eine Falle legen für den Werwolf, wenn er zurückkommen sollte. Wir sollten uns beeilen. Ja. Eine Falle? Okay. Ich warte mal auf die anderen, bis die runtergekommen sind, bevor ich weiterlaufe. Irgendwie ist jetzt alles hell geworden und ich bin weg. Ja. War der nicht auf der unteren Karte? Regio sich. Jetzt. Ja. Jetzt sieht der Regio sich auf. Sie wot mal eben neu rein, hatte. Merci. Also kann die eine mal wieder die Laterne ausmachen? Zwei Laternen sind, glaube ich, ja, ein bisschen viel. Mach ich. Sollte. Ich sehe keine Veränderung. Naja, okay. Ja, aber dann würde ich mal Richtung Tür auf der anderen Seite gehen. Und die dann mal aufmachen wollen. Okay. Ihr öffnet die Türen zur anderen Seite und ihr kommt da in einen total ruinierten Bereich, der komplett zerstört ist auch. Da führt ebenfalls eine Treppe nach oben, vermutlich in den anderen Turm, den ihr von der anderen Seite nicht begehen konntet. Wollt man nicht warten, bis es Micha fertig ist mit der Zehnbau umlaufen? Ich bin fertig. Wirst du hören durch die Tür? Musst du wieder eine Sinneschärfeprobe machen. Du lauscht an der Tür, kannst aber nichts hören. Mach die auf. Darin ist so ein Bad. Spiegel kaputtgeschlagen. Ja, und links ist halt noch eine Tür. Ja, mach ich auch auf, du hast ein Klo, da sehe ich gerade. Da ist auch eine Latrine, genau. Ja. Da unten die Tür müssen wir gar nicht aufmachen, da ist sowieso alles eingestürzt. Ich würde mal vorsichtig dann die Treppe hier hochgehen, gucken, ob man hier hochgehen kann, ohne dass die Ding einbricht. Das ist eine Steintreppe tatsächlich, die da gebaut ist und ja, da kann man hoch. Dann gehe ich mit gezogener Waffe hoch. Wo stehe ich denn hier? Was ist das denn? Ist das irgendwie ein Balkon? Da ist ein Wehrgang auch, ja. Da bin ich eben mal rausgegangen. Kann man so draußen rumgehen, ja. Dann würde ich hier die Türe nochmal aufmachen wollen. Ihr kommt oben in einen Raum, wieder in so einem Turmzimmer, in dem halt auch ganz viel Geröll rumliegt. Teile der Dachkonstruktion sind zusammengestürzt und bilden ganz viel Schutt, der da rumliegt. Im Norden ist eine weitere Tür. Simsalabim, Sesam, öffne dich. Die ihr öffnet und auch darin ist ein Kamin und auch Schutt. Auch dort ist das, ist die Decke eingekracht. Ja, Wota, kannst du nicht raus, ist von Schutt bedeckt, aber da würdest du wieder zurück zu dem anderen Turm sonst kommen. Was für eine lausige... Ist ja richtig dreckig. Ja, ist ja auch alt und dreckig und verkommen, das ganze Ding. Na dann, hier oben ist auch nichts mehr. Dann bleibt nur noch der Keller und dann können wir eine Falle aufstellen. Nach oben bin ich noch nicht mal angekommen irgendwie. Ach so. Aber egal, dann muss mich mal einer nach unten ziehen, bitte, wenn ich da oben bin. Ja. Und
Ich krieg die Laterne einfach nicht aus. Daran liegt's. Okay. Ich ziehe euch mal alle ins Erdgeschoss. Ah, das hat geklappt. Aber es ist dunkel. Ja, ich ziehe euch einmal neu rein. Moment. Alarigio. Gunnar. Ilana. Kjell. Und Vought. So. Und ich würde fast sagen, wir cutten an dieser Stelle, bevor wir in den Keller runtergehen. Ach, jetzt haben wir auch nur eine Laterne an. Und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal mit dem Kellergeschoss weiter. Das ist nicht danach, das ist dann was der Wolf ist besiegt. Es geht runter in den Keller. Ich fand die Kämpfe, ehrlich gesagt, relativ flott heute. Ich fand die recht schnell abgehandelt. Trotz offizieller Regeln. Oder? Ja. Also im Gegensatz dazu, dass sie mal früher so zäh waren und so lang, fand ich die heute echt recht flott, auch nicht zu schwierig. Ich fand sie gut angemessen. Vom Balancing her war in Ordnung, fand ich. Ich glaube, mittlerweile was gemacht. Die Sache ist, was wir auch mittlerweile halt ist, na, wir wissen, wann wer ausweichen kann und sowas alles. Also wir hatten ja, glaube ich, vorher hatten wir bei jedem Angriff, egal was, jeder durfte immer ausweichen. Und das halt jetzt nur noch einmal ausweichen ist und sowas alles, dann macht halt alles was flotter, ne? Und jeder weiß halt, was sein Charakter macht. Dadurch, dass wir was gespielt haben. Ja, wird auf jeden Fall runter jetzt. War auch mal schön, dass wir heute ein bisschen mehr gekämpft haben, fand ich. War mal was anderes heute wieder. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, ihr Lieben, mit dem Wolf von Windhall und dem Kellergeschoss. Und euch danke fürs Einschalten und Zuschauen zu Hause. Da hatten wir den Jack Chrome, der mitgemacht hat, der Live on Midgard, der fleißig hier mitgechattet hat nebenher. Ja, lieber das den, der Lord Glotz. Und das war es auch schon an Beteiligung. Also da könnte noch ein bisschen mehr, Skruger hat auch noch was geschrieben, da könnte noch ein bisschen mehr raushauen und Grindelfein. So, aber wie gesagt, alles Gute, schönen Abend und bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüss. Also, bevor ihr abhaut, ihr bleibt noch mal bitte einen Moment drin.